Herzlich willkommen. Normalerweise würde ich sagen zu unserer heutigen wissenschaftlichen Tagesschau heute und zwar Talkshow Freie Argumente Plattform. Wir haben heute zwei Experten sozusagen im Duell mit vielen Fragestellenden oder Kurzstatements gebenden Teilnehmern, wie wir hier sehen, ganz viele. Und Manuela ist Physikerin, wenn ich es richtig im Kopf habe, vom Grundberuf und ist Spezialistin auch für Gemeinschaftsfragen, Kommunefragen und so weiter. Und es geht heute um die Frage des Systemwechsels. Wie können wir das System wechseln und vielleicht können wir das System ja auch wechseln, indem Deutschland ein Netz von funktionierenden Gemeinschaften wird, in denen ganz anders gelebt wird als früher und so weiter. Und ja, das ist das. Und jetzt am besten stellt sich aber Manuela erstmal selber persönlich vor, denn sie kann das besser, als ich das könnte. Manuela. Ja, mein Name ist Manuela Kuha. Ich bin in der Tat Physikerin, Wissenschaftsjournalistin war ich früher einige Jahre lang. Und ja, seit einigen Jahren habe ich mich jetzt der Erforschung von Gemeinschaften gewidmet und bin einfach ein neugieriger Mensch. Ja, gleich erzähle ich ein bisschen mehr über mich, aber jetzt übergebe ich einfach wieder an den Dylan. Ja, dann sage ich auch nur noch mal zwei, drei Worte. Also Dylan ist mein Name und ich bin Musiker, Mediator, psychologischer Berater, Gesundheitscoach, Präventionsberater, ehemaliger Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychoanalyse, habe also Psychologie studiert, klinische Psychologie, die Ausbildung der Ärzte zum Psychotherapeuten, Zusatztitel absolviert und so weiter, aber letztendlich dann gearbeitet als Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychoanalyse, bevor ich den Beruf dann niedergelegt habe. So viel zur Person. Ja, und jetzt beginnen die beiden Experten mit ihren Kurzstatements. Wir haben gesagt, so maximal 10 Minuten. Ich soll anfangen, wie Manuela gesagt hat. Und ich habe hier Redezeituhren und die laufen dann immer mit. Und die Manuela kann dann genauso lang reden, wie ich auch geredet habe, ungefähr, ne? Und wir haben als Zeichen immer dann, wenn, dann das Winken für Time und man kann dann auch noch Time sagen, ne? Dann weiß man, dass man so langsam zum Ende kommen sollte. So, dann beginne ich mal damit. Ja, wie sehen wir die Welt? Moment, ich muss vorher noch etwas, was dann nicht gehört. Ich wollte euch ein Bild zeigen. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Bin ich jetzt mal gespannt. Teilen. Seht ihr dieses Bild? Ist das zu sehen? Ja, alles klar. Dann kann ich ja weitermachen. Ja, zu sehen. Das Erste ist erst einmal, wie ist die Diagnose? Wie ist ein Staat heutzutage auf der Welt aufgebaut? Und das gilt, ist jetzt ungeheuer wichtig, auch für alle Formen von Gemeinschaften und Kommunen sozusagen. Denn wie ist der aufgebaut? Denn alles, was in diesem Staat geschieht, wir sind ja alle in diesem Staat, zum Beispiel in Deutschland oder in anderen Staaten aufgewachsen, ist in unserem Kopf auch repräsentiert. Das ist nicht einfach so, da ist der Staat und ich bin davon getrennt, sondern wir werden gleich sehen, dass es eine ganz enge Verbindung gibt zwischen dem Staat und und allem, was geschieht. Und zwar muss man als Diagnose als erstes sagen, das ist so die Sichtweise von Weltrat und Next Scientists for Future. Der Staat besteht aus Sparten. Zum Beispiel haben wir hier die Sozialsparten. In Wirklichkeit müssten es viel mehr sein, aber ich habe jetzt also nur dieses Bild. Ich könnte auch noch ein anderes nehmen, aber hier haben wir also die Sozialsparten mit ihren Mitarbeitern, Arbeitsamtmitarbeiter, Sozialberufler. Hier ist meine eigene Sparte, die Gesundheitssparten, die im Moment ja für riesige Skandale sorgt sozusagen, oder für riesige Besorgnis sorgt. Dann haben wir hier zum Beispiel die Waffensparten, also Rüstungsindustrie heutzutage. Dann haben wir hier zum Beispiel Ernährungssparte, die jetzt gleich eine ganz richtige, wichtige Rolle spielt. Und ich weiß nicht, ob ihr, nehmen wir das hier als die Mediensparten, ja? Weil die Nahrungssparte alleine wäre nicht so problematisch, aber in der Kombination, dass die Nahrungssparte und die anderen Konsumsparten
Sparten sehr stark interagieren mit den Mediensparten, sprich milliardenschwere Werbespots dort hineingeben. Daraus entsteht das eigentliche Problem. Und ich hatte es am Montag, manche haben es am Montag schon gehört, ich mache das jetzt in der Ultra-Kurzversion. Ich bin zum Beispiel als Kind als erstes Opfer der Nahrungssparte in Kombination mit der Mediensparte geworden. Das heißt, aber vorher muss ich noch kurz erschildern, dass jede dieser Sparten hier in der Mitte sind, sind die Menschen, die im Moment gerade keiner Sparte angehören. Wie ich zum Beispiel als kleines Kind. Ich gehörte noch keiner Sparte an. Ich war noch neutral. Und später gehörte ich ja dann der Gesundheitssparte an. Und als Kind wurde ich als erstes Opfer der Nahrungssparte in Kombination mit der Mediensparte. Und zwar generell ein paar Worte einführen. Wir benutzen das Wort vorteilbringende Irrtümer etwas ungenau. Wir sagen, jede Sparte neigt dazu, die gesamte Bevölkerung zu überschütten mit bestimmten Irrtümern. Woher kommen diese Irrtümer? Evolutionsbiologisch ist es ganz einfach. Vielleicht, ich muss mal erklären, was Mutationen sind. Mutationen sind eigentlich Irrtümer im Genbestand. Ja, man könnte sagen, eigentlich sind Mutationen Irrläufer im Genbestand. Variationen im Genbestand, Irrtümer. Kopierfehler, sagt man auch manchmal, also Irrtümer. Und das Gehirn ist der zweite Informationsspeicher des Menschen und der kann sich auch total irren. Ne? Und Irrtümer, dass Irrtümer entstehen, gehört zur Evolution. Das ist ganz normal, dass errare humanum est gilt. Irren ist menschlich. Das ist einfach Teil der Evolution. Unser Gehirn ist darauf angelegt, systematisch Irrtümer auch zu produzieren. Genauso wie unser Genom darauf angelegt ist, Irrtümer zu produzieren. Mutationen. Ohne das gäbe es ja auch gar keine Evolution. Ne? In dem Sinne entwickelt jede Sparte irgendwann mal den einen oder anderen Irrtum. Und wenn dann dieser Irrtum sich als unheimlich erfolgreich erweist, nämlich weil er riesige Mengen an Geld bringt, Sozialspartler zum Beispiel Irrtümer, die Zahl der Arbeitslosen oder der Sozialfälle vergrößern und damit die Kundschaft vergrößern und die Karrieremöglichkeiten vergrößern, dann wird so ein Irrtum beibehalten und weiterhin in die gesamte Gesellschaft gepumpt, in die Gehirne aller gepumpt und wir glauben dann alle und werden dann teilweise zu Lobbyisten wider Willen dieser Sparten und zum Beispiel die Gesundheitssparte pumpt ja im Moment auch bestimmte Informationen raus. Ich darf nicht mehr sagen, als dass die Information, die Gesundheitssparten im Moment heraus Pumpen in die Welt ist sozusagen die Idee, dass Mikroorganismen oder Mikroben allmächtig seien und uns alle unheimlich gefährlich seien und dass wir am Ende dass unser einziger Rettungsweg darin bestimmte, Milliarden von Impfungen zu kaufen und das möglichst alle paar Monate zum Beispiel. Mehr kann man nicht sagen, darf man nicht sagen zu diesem Thema. Und so hat jede Sparte sozusagen ihre eigenen Irrtümer, die sie in unsere Gehirne setzt. Und die schleppen wir alle mit, wenn wir in der Kommune sind oder in der Gemeinschaft sind. Die schleppen wir alle mit. Die sollten wir dann erstmal rauswerfen. Wir nennen das die VIAT, die vorteilbringende Irrtümerabbautechnik. Kann man auch als Psychotherapie verwenden. Denn sonst werden die Kommunen alle darunter leiden, dass wir alle sozusagen unsere vorteilbringenden Irrtümer mitschleppen und die können unser Gefühlsleben ganz drastisch beeinflussen. Und da gebe ich jetzt mich als Beispiel, wie ich als kleines Kind war. Als kleines Kind war ich hier. Ich war der hier, ja. Ich war dieser hier. Ihr seht die Maus, gell? Und ich war diese Person hier. Und meine Eltern, die ja auch von der Nahrungssparte zusammen mit der Mediensparte miterzogen waren. Kinder werden ja immer, also meine Eltern wurden erzogen von ihren Eltern, aber auch von den damals existierenden Mediensparten, die in Zusammenarbeit, auch damals gab es schon Werbung, ja, wo also die Nahrungssparte und die
die Mediensparte kooperierten und beide zusammen in einer Evolution unterlagen, die in die gleiche Richtung lief. So, und jetzt mache ich es ganz kurz, weil einige es am Montag schon gehört haben. Meine Mutter schaltete immer das Fernsehen rum. Wenn zwei Leute sich geküsst haben im Fernsehen, wurde der Fernsehsender umgeschaltet. Dann, als wir mal Doktorspiele machten, als kleiner Sohn mit der hübschen Nachbarstochter, ich machte, da wurde signalisiert, oh, Körperkontakt ist was ganz Gefährliches, Schmutziges, Böses, das darf nicht sein. Haben wir auch nie wieder gemacht, ne? Ganz brav gehorsam. Und dann habe ich meinem Vater mal Bussis gegeben, dann hat er auch Angst gekriegt und hat mir signalisiert, das gehört sich nicht. Ne? Körperkontakt ist irgendwie was Schlechtes, Schmutziges, Böses. Das hatte zur Folge, dass ich dann all die Mädchen, die ich in der Schule geliebt habe, ich habe mich nicht getraut, denen anzunähern, hatte meine erste Freundin erst mit 17, habe also ganz viel Glück verpasst, sozusagen, war verliebt, habe mich aber nicht angetraut, bin sogar, wenn mich Mädchen zum Tanzen aufgefordert haben, bin ich gar nicht drauf eingegangen, aus diesem vorteilbringenden Irrtum heraus, Körperkontakt, das ist irgendwie was Gefährliches, Unheimliches, Schlechtes, Böses. Und jetzt, wenn ein Mädchen mich da zum Tanzen aufhört, das ist irgendwie peinlich, schlecht, böse, gefährlich. Später habe ich mich davon teilweise großenteils frei machen können und das ganz viel nachgeholt. Aber als Jugendlicher war ich dann, als junger Jugendlicher, der gerade so die Liebe entdeckt hat, war ich dann potenziell essuchtgefährdet und habe einfach zu viel gegessen. Darüber konnte, also insofern war das ein vorteilbringender Irrtum für die Nahrungssparte, wobei ja nicht die Nahrungssparte immer sagt, dass Körperkontakt schlecht ist, sondern sein Partner, die Mediensparte hier unten, ja. In Medien gibt es sehr viel Fernsehsendungen, in denen alle möglichen Formen von Körperkontakt ja als schlecht bezeichnet werden. Ich mache jetzt mal was Übertriebenes. Stellt euch vor, eine Sendung über Swingerclubs zum Beispiel. Das wird fast immer negativ dargestellt. Ja, es wird immer negativ assoziiert. Gerade heute habe ich eine Sendung gesehen, dass es auch darum gehen soll, dass es jetzt endlich, dass die Prostitutionsgeschichte, dass das Kaufen von Prostitutionsdienstleistungen jetzt endlich in Deutschland auch verboten werden soll und so weiter. Also immer, es gibt an allen Ecken und Enden gibt's immer irgendwas, wo gegen Körperkontakt gesprochen wird. Eine Frau ist zu alt für den, sie ist zu jung für den, der Mann ist zu alt, der Mann ist zu jung. Also es gibt immer Argumente, warum was nicht gehen soll und oder das ist der Lehrer, das ist ja der Lehrer meiner Tochter, mit dem darfst du doch keinen Kontakt haben und so. Es gibt immer Argumente. Ja, und meine Zeit, ich bin schon bei 10 Minuten, ich mache jetzt Schluss, indem ich alles zusammenfasse mit dem einen Satz, also oder noch mal ganz kurz andeute, dass ich dann später als Psychotherapeut selber vorteilbringende Irrtümer meiner eigenen Sparte gelernt habe, bevor ich dann diesen Beruf niedergelegt habe, weil ich das nicht mehr verantworten konnte, weil ich das nämlich irgendwann durchschaut habe, dass ich da vorteilbringende Irrtümer erworben habe. Ich war damals so ähnlich wie Drosten, Wieler und Lauterbach, nur eben in meinem Feld. Ja, und das bedeutet also, das ist die Diagnose, das ist die Ausgangsbasis. Alle Sparten versuchen von uns unser Bestes zu kriegen, unser Geld uns zum Kaufen zu bringen. Von Dienstleistungen und und diese vorteilbringenden Irrtümer, die wir im Kopf haben und die wir oft sogar verteidigen als Lobbyisten wider Willen, quasi dafür sogar kämpfen. Denkt nur dran, wie heute manche Leute dafür kämpfen, dass der andere sich impfen soll. Ja, also eigentlich Lobbyisten wider Willen sind. Und das schleppen wir alle mit, wenn wir in Gemeinschaften gehen. Und das müssen wir erstmal alles rauswerfen. Und im Staat müssen wir dafür sorgen, dass das aufhört, dass eben diese vorteilbringenden Irrtümer und dieses vorteilbringende Irrtümerspiel ein für alle Mal aufhört. Und darüber rede ich dann später oder je nachdem, wie die entsprechenden Fragen kommen. Aber wir haben dafür lauter Reformen, wie das aufhört, dieses Spiel. Ja, Manuela, du hast jetzt fast 12 Minuten Zeit, dein Anfangsstatement zu machen. Kannst du ja auch. Ja, magst du noch deinen Bildschirmteil? Ja, wo muss ich hinklicken? Moment. Auf Stoppen. Auf Stoppen, ja. Sehen wir uns jetzt wieder alle richtig? Ja.
Ja, super, dann können wir jetzt. Okay. Ja, du kannst loslegen. 11:40 hast du Zeit. Na dann. Ja, genau. Also wie du schon gesagt hast, Systemwechsel. Moment mal, ich muss irgendwie die Ansicht mal ändern. Ja, wie du schon gesagt hast, Systemwechsel hat ganz viel damit zu tun, ja, Irrtümer aus dem eigenen System rauszukriegen. Wobei ich jetzt irgendwie da ein bisschen so, das ein bisschen anders sehe. Ich denke, wir haben es hier nicht mit Irrtümern zu tun, sondern mit gezielt gestreuter Desinformation. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Gut, also wie komme ich überhaupt dazu, über Systemwechsel zu sprechen? Ich habe in den letzten 2,5 Jahren viele, viele Gemeinschaften und Ökodörfer in Deutschland besucht, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass Gemeinschaften, wo Menschen an einem Strang ziehen, um etwas Neues zu erschaffen, wirklich Samen für eine neue Kultur sein können und damit auch für ein neues System. Und weil viele Gemeinschaften Vorreiter sind, um echte Lösungen umzusetzen, um unsere menschlichen und ökologischen Probleme und Herausforderungen zu lösen. Und dabei ist mir aufgefallen, es gibt schon alle Lösungen, die wir brauchen, um sämtliche menschlichen und ökologischen Probleme zu lösen. Es gibt Bakterien, die Plastik fressen. Es gibt alles Mögliche, ja. Sogar eine Methode von der Methode habe ich gehört, um Atommüll auf, sag ich mal, in harmlose Dinge zu transmutieren. Ja. Es gibt alle Lösungen, die wir brauchen, um alle menschlichen und ökologischen Probleme zu lösen. Doch sie bleiben in der Öffentlichkeit unbekannt oder werden lächerlich gemacht oder einfach nicht umgesetzt. Warum? Und gut, dahinter steckt eben das System. Ja, das hat der Dylan ja schon eben ein bisschen vorgestellt. Im Prinzip würde ich das System als die Gesamtheit der politischen Entscheidungsstrukturen und auch von dem Wirtschaftssystem sehen und alles, was daraus entsteht. Also Medien, Krankenkassen, Versicherungen, Gerichte, Supermärkte, Energieversorgung, Schulen und alles andere. Was haben diese gemeinsam? Sie dienen Macht- und Profitinteressen von wenigen Menschen. Ja? Und so wie die heutigen Entscheidungsstrukturen und das Geldsystem funktionieren, stehen so gut wie bei allen Entscheidungen, die irgendwie viele Menschen betreffen, Profitinteressen im Vordergrund. Also das Wohl von Mensch und Natur spielt dabei keine Rolle. Das heißt, wenn wir die Herausforderungen unserer Zeit lösen wollen und diesen ganzen Corona-Wahnsinn beenden wollen, brauchen wir ein neues System, das das Gemeinwohl in den Vordergrund stellt. Okay, wie kann das nun geschehen? Wie kann so ein neues System aussehen? Ja, eine Grundlage ist auf jeden Fall ein Bewusstseinswandel, Irrtümer auflösen, sag ich mal, eigene Traumata und alte Gewohnheiten anzugucken. Das ist auf jeden Fall eine Grundlage und super wichtig. Nur ich sehe das halt bei dieser Nabelschau, da sollten wir nicht stehen bleiben, ja, sondern ins Handeln kommen. Was können wir denn tun? Also erstmal denke ich, es bringt gar nichts zu demonstrieren oder zu klagen oder Petitionen zu unterschreiben, weil ich meine, das ist so ähnlich, wie wenn man sich mit einem Plakat neben einen Vergewaltiger stellt und dann hofft, dass er aufhört zu tun, was er halt tut. Also ja, nicht besonders sinnvoll. Ganz ähnlich sehe ich es mit Ideen wie, lasst uns eine neue Partei gründen oder eine neue Verfassung erstellen. Okay, jetzt muss ich differenzieren. Einerseits finde ich diese Initiativen gut, weil sie eben Bewusstsein wecken, dass sich etwas ändern muss. Allerdings kommen mir da so bestimmte Fragen, wenn ich mir sowas angucke, also Basispartei oder verfassungsgebende Versammlung, da kommen mir so bestimmte Fragen, ja? Wer soll diese Partei so bekannt machen, dass genug Leute sie wählen? Welche Medien sollen das tun? Die heutigen Medien? Ganz bestimmt nicht. Ja? Wer soll diese Partei wählen? Wer soll sich für eine neue Verfassung entscheiden? Die heute verdummte Masse sicherlich nicht. Wie soll man Unterwanderung vermeiden? Bis so eine wirklich gute Partei an der Macht ist, ist sie schon längst unterwandert. Kennen wir doch von den Grünen. Ja, das waren vielleicht mal ein Haufen netter Hippies, die wirklich was Gutes wollten, aber heute, nee. Ne? Und selbst wenn dann irgendwie eine sinnvolle Verfassung irgendwie dran sein sollte oder eine sinnvolle Partei an der Macht sein sollte, wer soll das Ganze dann umsetzen? Es gibt ja keine Institutionen, die irgendein Interesse daran hätten, Änderungen durchzusetzen oder umzusetzen, die nicht mit den aktuellen Profit- und wirtschaftlichen Interessen übereinstimmen. Also. Ja, ist so ein bisschen Henne-und-Ei-Problem. Ich denke, damit, sage ich mal, es wäre eigentlich schon ein erneuertes System nötig, damit
kollektiv die Menschen sich überhaupt für eine neue Verfassung oder irgendwas Sinnvolles entscheiden können. Das ist irgendwie so Henne und Ei, ne? Also ich denke, ein Vorschlag, den ich sehe, ganz konkret, ist genau das zu tun, nämlich ein neues System aufzubauen. Wie kann das geschehen? Also ein ganz wichtiger Schritt, den ich gerade sehe, ist, dass wir uns unabhängig machen vom alten System. Freie Menschen können sich zusammentun, Land kaufen, Gemeinschaften, Dorfprojekte, Gemeinden gründen, die unabhängig sind vom bisherigen System. Und so die Voraussetzungen schaffen, dass sie ein neues System gründen können. Ja? Selbstbestimmte Gemeinschaften, Dorfprojekte, selbstverwaltete Gemeinden, die ihr eigenes System in die Tat umsetzen. Das geht legal. Sogar innerhalb der BRD-Regeln, aber ich werde dazu noch ein bisschen was sagen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach Parallelgesellschaft, aber das ist für mich nichts Negatives, sondern etwas ganz Positives. Nämlich in solchen freien Gemeinden, freien Gemeinschaften haben wir die echte Chance, eine erneuerte Gesellschaftsordnung ganz praktisch zu leben. Und mit der Zeit können dann immer mehr Menschen davon erfahren und freiwillig mitmachen. Oder eben auch nicht. Ich denke, es ist illusorisch, alle mitnehmen zu wollen. Leider. Ich würde gerne, aber ich halte es für eine Illusion. Gut. Also, praktische Umsetzung. Also ich stelle mir so Gemeinschaften und Dorfprojekte und Gemeinden, Landkreise vor, wo Menschen sich selbst versorgen. Mit Lebensmitteln, mit Energie, mit Rohstoffen, mit allem, was sie brauchen. Wo Menschen einen anderen Umgang mit Kindern pflegen. Frei von Schulgebäude, Angewesenheitspflicht und sinnlosen Lehrplänen, die sowieso nur Quatsch säen. Frei von Impfungen und Symptommedizin. Stattdessen können wir die Ursachen von Krankheit und Gesundheit wieder kennenlernen. Ja, Gemeinschaften, wo Menschen mit einer eigenen Währung oder geldfrei miteinander handeln. Und wo wir auf diese Weisen wieder zu einer echten Kooperation und einem Miteinander hinfinden. Okay, was braucht es dafür? Also, im bisherigen System sollte klar sein, ist es nicht möglich. Das heißt, damit freie Menschen sich entfalten können, damit wir neue Strukturen aufbauen können, brauchen wir sowas wie ein, ich stelle es mir so ein bisschen vor, wie so ein Reservat, ja, so einen geschützten Rahmen. Man könnte es vielleicht nennen, so einen eigenen Staat, einen eigenen Rechtskreis, ja, sodass die Voraussetzungen gegeben sind, dass sich eben Menschen da frei entfalten können. Und wir brauchen Entscheidungsstrukturen, die nicht unterwanderbar sind, von Profitinteressen. Klingt nach einer Menge Holz, ne? Aber ich habe gute Nachrichten. Es gibt eine Initiative, die genau das umsetzt. Ich hoffe, ihr seid offen dafür, es euch einfach mal anzuhören. Vielleicht habt ihr schon von dieser Initiative gehört und wundert euch vielleicht jetzt ein bisschen über den Namen. Hört euch einfach mal an. Vielleicht ist es zumindest interessant, sich damit zu beschäftigen. Jetzt mache ich mal meinen Bildschirm. Tada, das Königreich Deutschland. Jetzt wundern sich für einige von euch ganz bestimmt ganz heftig und fragen sich, oh, Nazis, Reichsbürger, oh, weia. Das behaupten die Medien, sogar die alternativen Medien teilweise. Wird viel Mist behauptet. Aber ihr wisst ja hoffentlich, dass die Medien nicht unbedingt der Wahrheit dienen, sondern, naja, anderen Dingen. Wie auch immer. Was wir sind, ist ein Zusammenschluss von friedlichen Menschen, die ganz neue Gemeinwohlstrukturen aufbauen. Ganz konkret ist es ein Staat, aber nicht ein Staat als Herrschaftsstruktur, sondern was Neues, eine neue Art von Staat, der dem Wohl aller Menschen und der Natur dient. Moment. Wir sind kein Herrschaftssystem und auch keine Sekte, wie manche behaupten, ja, sondern eben ein Zusammenschluss von Menschen, die einen Rahmen schaffen wollen, einen sehr freien Rahmen, der viele Möglichkeiten bietet und der allen Angehörigen eben ein Höchstmaß an Glück, Freiheit, Gesundheit und Entwicklung ermöglicht. Ja, wir sind auch nicht demokratiefeindlich, wir sind auch keine Fans von irgendeiner antiquierten Herrschaftsform, sondern das ist eine völlig neue Staatsform, die es so noch nicht gegeben hat, sage ich mal, in näherer Vergangenheit.
die eben viel, viel mehr Möglichkeiten bietet zur Mitbestimmung und auch zur dezentralen Selbstverwaltung als in der BRD. Also ich meine, Selbstverwaltung ist auch innerhalb der Regeln der BRD möglich, legal, allerdings wird es nicht ermutigt. Im Königreich, sage ich mal, wird es geradezu, ja, da sollen die Gemeinden das gerade so machen, ja, ihre eigenen Strukturen aufstellen, ihre eigenen Regeln machen, ihre eigenen, ja, Dinge umsetzen. Und das ist ein Angebot als Alternative zur BRD, für das sich Menschen frei entscheiden können oder eben nicht. Und wenn das Menschen tun, das kann das eben, sage ich mal, die Lebensqualität von allen sehr verbessern. Was gibt es denn jetzt schon vom Königreich? Also, das Staatsgebiet, sage ich mal, ist noch relativ klein. Es ist ein Gelände in Wittenberg und das dient als Verwaltungszentrum und Sitz von Staatsbetrieben. Es gibt deutschlandweit etwa 2500 Staatszu- und Angehörige, Stand Mai. Das heißt, ist also im letzten Monat sehr gewachsen. Es gibt eine Verfassung, die von einem sehr, sehr kompetenten Menschen verfasst wurde, der sich jahrelang bis in die letzten Details von Recht und auch Spiritualität befasst hat und der sich mittlerweile besser mit Recht auskennt als hohe Richter. Und er hat es verfasst und diese Verfassung stellt das Wohl von Mensch und Natur absolut in den Mittelpunkt. Und sie ist absolut nicht unterwanderbar von Profitinteressen. Sie ist nicht unterwanderbar. Ganz wichtig. Ja, also genau, weiterhin gibt es eine eigene Bank und zinsfreies Geld. Dieses Geldsystem, das fördert Fülle und Kooperation und kann als sowas wie eine Übergangslösung zu einer geldfreien und tauschlogikfreien Gesellschaft dienen. Das wäre zumindest mein Ziel, sowas, sage ich mal, zu schaffen. Allerdings, sage ich mal, da braucht es Sprung hin. Und ich weiß nicht, ob das so anschlussfähig ist. Ich habe halt so den Verdacht, dass es so ein neues Geldsystem erstmal als Übergangslösung braucht, um Menschen Sicherheit zu bieten und erstmal, sage ich mal, Kooperation überhaupt wieder zu ermöglichen und zu fördern. Und genau das bietet eben das Königreich. Ja, es gibt auch schon über 100 Unternehmen, die diese neue Währung nutzen. Und die wirtschaften ohne Steuern, ohne Abgaben und ohne übermäßige Bürokratie, frei von Corona-Maßnahmen und genau. Und es gibt sogar schon einen sehr großen Online-Marktplatz, so ähnlich wie eBay, wo mittlerweile es gibt auch schon Lebensmittel, Rohstoffe, Haushaltsgeräte, alles Mögliche für E-Mark. Das ist die Währung vom Königreich und das Ziel ist eben die Unabhängigkeit vom Euro. Genau, das heißt die Unabhängigkeit vom bisherigen System. Ja, und dann gibt es noch, sage ich mal, ein eigenes Gesundheitswesen, das, sage ich mal, Ursachenforschung und Prävention fördert, anstatt die reine Symptommedizin. Ja, im Prinzip was zum Abschluss, sage ich mal, von meiner Vorstellung noch, was gibt es für Möglichkeiten? Hatte ich ja schon angedeutet, also im Prinzip alle Menschen, Dorfprojekte, Gemeinden, Landkreise, Städte, alle können, sage ich mal, freiwillig in den Rechtskreis des KAD eintreten. Quasi wie so ein Reservat, wie so eine geschützte Zone, wo sich Menschen frei entfalten können und eine neue Gesellschaftsordnung, die besser funktioniert als die bisherige, sie umsetzen können. Ja, und das geht sogar legal innerhalb der BRD. Ist es möglich, dass Gemeinden sich selbst verwalten. Allerdings wird das oft ziemlich, sage ich mal, entmutigt. Es ist möglich. Einfacher wäre es jedoch, wenn Gemeinden einfach, sage ich mal, übertreten in den Rechtskreis des Königreichs, weil dann müssen sie nicht das Rad neu erfinden. Es wird einfach einiges, sage ich mal, erleichtern. Es ist möglich und das würde die Lebensqualität aller Beteiligten erhöhen und viele neue Entwicklungen ermöglichen. Ja, für mich ist das ein möglicher Weg zu einem Systemwechsel, der mir sehr vielversprechend und möglich erscheint. Ich kenne sonst keine Initiative, die auch nur Ähnliches auf die Beine stellt. Würde mich freuen, wenn sowas davon zu hören, wenn es auch nur irgendwas gibt, was in die Richtung geht. Ansonsten, das ist die Initiative, für die ich mich engagiere. Und ansonsten freue ich mich jetzt auf unser Gespräch. Dankeschön. So.
Okay, jetzt haben wir beide ganz furchtbar lange geredet Ja, du, ich und habe es gar nicht ich wette, gemerkt, jetzt sind war aber ganz so viele interessant. Fragen aufgekommen und ja, Dylan und ich würden jetzt einfach mal. Ich habe es gar nicht gemerkt, aber du hast 14 Minuten und so viel gebraucht. Aber es war so spannend, dass ich dich auch gar nicht auf die Idee kam, dich zu unterbrechen. War hochinteressant, ja, weil ich ja auch selbst, ich habe selbst über Mini-Staaten und so weiter geschrieben, im Staate und so weiter. Also hochinteressant. Also jetzt bitte. Die erste, hat jemand schon die Hand gehoben für wer als erster sein Kurzstatement, Frage 90 Sekunden stellen möchte? Noch nicht. Na, vielleicht kommt es ja gleich. Dann die Conny. Ja, Conny, auf, 90 Sekunden. Hallo in die Runde. Ich würde gerne wissen, wozu es einen Staat braucht. Wozu braucht man Staat? Warum ist das Königreich Deutschland ein Staat? Ach so, Weil. ich würde zuerst antworten und dann du. Ja, wieder so wie eben, ja, Ja, machen genau. Also, und zwar, du kriegst dann wieder die gleiche Zeit wie ich, ja, weil die Experten müssen ja fair, es muss immer zeitlich fair aufgeteilt sein. Also meine erste Antwort ist immer so, wäre Ministaat, es muss staatlich sein und ich akzeptiere jetzt einfach mal, dass wir vielleicht heute wirklich darüber reden, wie können wir das ganze Land transformieren durch solche Mini-Staat-Projekte oder vielleicht ein großes, von mir aus gerne dieses Königreich Deutschland, ja, weil ich sehe es ja in der Politik, wir haben ja es gibt ja die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, unsere jüngere Schwester, und wir haben selbst unsere eigene, heißt GWO, also GWÖ und GWO, unsere heißt gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung. Aber ich habe den Eindruck, das packt die Mensch, packt die Gesamtbevölkerung nicht. Und Manuela hat recht, dass wir nicht alle, wir kriegen nicht genügend Leute mit dazu und es wird sich nichts tun. Also deswegen muss es in einem Ministaat geschehen. Aber warum jetzt Staat? Für mich wäre das Entscheidende, dass auch ein Ministaat darüber nachdenken muss, dass es auf der Welt noch unheimlich viele angriffslustige, kriegsgeile Staaten gibt, verrückte Politiker, die voll sind von vorteilbringenden Irrtümern, der Waffensparten, die also bei der Kuba-Krise schon den Finger am Atomknopf hatten für den Atomweltkrieg und so weiter. Und diese Leute, und das ist mein erster Gedanke, staatliche Charakteristik braucht, solange die Welt so noch ist, würde ich nicht gern ganz ohne Verteidigung zum Beispiel sein. Auch bei einem Ministaat nicht, sozusagen. Wobei man ja sagen kann, okay, diese Aufgabe übernimmt ja dann das Außenliegende, der große Staat im Moment für uns. Aber, und die andere Geschichte ist, sobald irgendwo, wir wissen aus der Wissenschaft, dass das Problem der Menschheit begonnen hat mit der Erfindung von drei Dingen: Tauschhandel oder eventuell Ferntauschhandel, Handel, Markt und Arbeitsteilung. Weil dann die Produktion dieser vorteilbringenden Irrtümer begann. Und die würde auch beginnen in einem Ministaat. Denn sobald dort Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung stattfinden, auch in einem Ministaat vielleicht gemacht werden, beginnt die Produktion von neuen vorteilbringenden Irrtümern auch innerhalb des Ministaates und damit beginnt dasselbe Elend, was wir jetzt haben. Und dafür braucht es dann in dem Staat neue Konstellationen, die verhindern, dass es zum Entstehen, trotz dass es, obwohl Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung existieren, eventuell in diesem Ministaat, dass dann trotzdem keine vorteilbringenden Irrtümer produziert werden, sondern wir bei den Wahrheiten bleiben. Und das ist möglich. Das ist möglich. Aber dafür bräuchte ich eine Staatsstruktur, weil ich zum Beispiel dann vielleicht sowas wie die Wohlfühlstimme empfehlen würde, eine neue Wahlstimme und so weiter. Und dafür braucht es ein Minimum an Mini-Staatsstruktur. Das wäre meine Antwort an Claudia. Man braucht schon sowas wie eine Mini-Staatsstruktur. Sollte man haben, weil sonst bestimmte Dinge nicht lösbar sind. Jetzt hast du auch 3 Minuten 15 Zeit, Manuela, Okay, auch das ist deine schön. Antwort zu bringen an Claudia. Okay. Na gut, also erstmal höre ich bei Connys Frage so ein Misstrauen.
dahinter, so nach dem Motto, oh Staat, ist das nicht schon wieder irgendwie so ein Gängelungssystem, was uns wieder alle einsperrt in irgendwas Neues und bla. Kann ich verstehen, weil in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden, sag ich mal, die allermeisten Staaten als Herrschaftssysteme dienten. Ja, die BRD ist auch nichts anderes, das ist ein Gewaltherrschaftssystem. Das Königreich Deutschland ist völlig, ist, sag ich mal, eine andere Art von Staat. Es grundlegend anders. Es genau. Oh, ich muss mal den Chat hier ausschalten, sonst werde ich immer abgelenkt. Das Königreich ist eine völlig andere Art von Staat, der eben, sag ich mal, vollkommen auf das Wohl von Mensch und Natur ausgerichtet ist und einfach nur einen Rahmen zur Verfügung stellen möchte, in dem Menschen sich frei entfalten können. Genau, und das dient im Prinzip als Übergangslösung, bis Menschen keinen Staat mehr brauchen. Ja, ich meine, ich höre manchmal, okay, wir können doch alle einfach ins Naturrecht gehen und alle geldfrei leben. Leute, wie viele Leute können das? Wie viele Leute haben denn den Bewusstseinsstand dafür, um das zu tun? Ja, nicht viele. Ich denke, in dem Bewusstseinszustand, in dem sich wir uns befinden, brauchen wir eine Übergangslösung, die eben, sag ich mal, Kooperation und dann Miteinander fördert. Ja, und dann können wir ein geldfreies Leben wirklich in größeren Stil auch anvisieren. Das andere ist Schulgebäudeanwesenheitspflicht. Ja, gibt es in der BRD. Was machst du, wenn du das nicht willst, wenn du dein Kind nicht in die Schule schicken willst? Dann kriegst du es vielleicht weggenommen von den Polizisten. Wohin gehen die ganzen Eltern, die jetzt ihre Kinder nicht in der Schule haben wollen? Die wandern aus. Na toll, sollen jetzt alle auswandern oder was? Nee. Also es gibt auch Leute, die sag ich mal, einfach hier bleiben möchten. Und ja, ich finde es sinnvoll, sag ich mal, sich zu überlegen, das können wir hier auch auf deutschem Boden machen. Ja. Und da können wir sagen, okay, bauen wir sowas wie Reservate auf. Gebiete, wo eine andere Verfassung gilt, wo andere Regeln gelten, wo es mehr Freiheit gibt, wo es eben die Möglichkeiten gibt, Dinge umzusetzen, die sonst nicht möglich wären innerhalb des alten Systems. Also zum Beispiel ein ganz neues Gesundheitswesen, das wirklich nicht mehr von der Krankheit von Menschen profitiert, sondern Gesundheit fördert. Das wäre innerhalb der BRD, innerhalb des alten Systems nicht möglich. Deswegen brauchen wir einen eigenen Rahmen, in dem wir das umsetzen können. Eben so ein neues Geldsystem. Ein zinsfreies Geldsystem zum Beispiel, das würde total bekämpft, weil es den Profitinteressen von den ganzen Bankfamilien widerspricht. Ja, Wunder von Wörgl, wer das mal googeln will, sowas wurde schon mal gemacht. Ja, es wurde dann zerschlagen. Ja, und das heißt, wir brauchen einen eigenen Rechtsrahmen dafür. Ja, in dem Menschen sich frei entfalten können. Ich hoffe, das war verständlich. Dankeschön. Ja. Und sogar in der Zeit, super. Genau in der Zeit. Und jetzt bitte, die nächste Frage war, glaube ich, Hauke, gell? Oder wer ist der Nächste? Du, Manuel, du siehst die Reihenfolge. Genau, Hauke. Hauke ist der Nächste, ja? Bitte, deine 90 Sekunden. Erstmal auf Mikro. Ja, ich weiß auch nicht, warum der Peter Fitzek da also unbedingt König sein will. Das finde ich also ziemlich nicht besonders hilfreich, weil das sofort also irritiert von wegen Absolutismus und sowas, denke ich dann. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ich finde ihn ganz toll und er hat wirklich erst so einen super Geist, der alle da in die Tasche steckt, auch aus dem alten staatlichen System. Apropos Staat, ja, also ich bin mittlerweile schon viele Jahre Anarchist geworden, in dem Sinne, dass ich staatliche Systeme ablehne, weil die einfach nur konzipiert sind, um die Massen zu unterdrücken. Also das ist einfach so und da möchte ich nicht wieder mit Staat und König und solchen Geschichten anfangen, sondern ganz von unten aufbauen, Gemeinschaften bilden und dass die Kraft von unten darstellen und dort etwas Neues entwickeln. So stelle ich mir das vor. Und das geht ja auch so langsam los. Also, und ich finde, da geht es dann darum, diese Gemeinschaften, das ist so, wo ich meine Energie auch
gerne reinstecken will. Diese neuen Gemeinschaften, Ökodörfer und so weiter, aber nicht nur das, also alles Mögliche, was dabei sein will. Okay, das war's. Ja, du kannst den Satz ruhig zu Ende sagen. So streng sind wir nicht. Den Satz bitte gerne zu Ende sagen. Ich dachte, jetzt war Schluss. Naja, gut, also mir geht es darum, also Karawanen auf den Weg zu schicken, die diese Oasen miteinander verbinden. Das ist so mein Weg, also neue Lebensräume zu schaffen. Danke. Ja, danke. Dann antworte ich wieder zuerst. Ich selbst habe mir das einfach nur angeschaut und habe gesehen, dass dieses König hier ganz anders und viel positiver verstanden wird, als man das so negativ assoziiert, und das akzeptiere ich. Das ist mir auch völlig egal. Entscheidend ist wirklich, was da geschieht, und ist vielleicht nach außen hin nicht so glücklich, das Wort König zu verwenden, aber ist es nun mal wohl offensichtlich geschehen, und jetzt es stört mich nicht, ja, denn ich bin ja sehr offen auch für alle Varianten von Projekten. Ich hatte übrigens auch ein eigenes Kommunenprojekt. Ja. Das war in der Tradition. Ich war damals von meinen Schülern als Nachfolger von Osho Bhagwan Srirachnich, dem berühmten Sexguru sozusagen, aktiv und hatte da eine Kommune und so weiter. Hab da viel Geld reingesteckt. Ja, und aber was ich eben wichtig finde, noch in meiner Antwort jetzt auch zu sagen, ist, dass eben wir noch ein paar Dinge berücksichtigen müssen bei solch einem Mini-Staat. Ja, das heißt, dass wir in dem Staat, das habe ich ja eben schon gesagt, wenn Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung stattfinden, muss man ihn wie einen Staat behandeln, muss dafür sorgen, dass diese vorteilbringenden Irrtümer nicht entstehen. Dann muss man sich natürlich auch klar sein, bei zinsfreiem Geld ist natürlich die Problematik, wer leiht dann dem anderen Geld noch, wenn er keinen Risikoausgleich für die Gefahr eines Totalverlustes eines Kredites kriegt? Das sind interessante Fragen, die man dann schon auch bedenken muss. Und dann, wenn man frei von Steuern lebt, die Frage ist, Wörgl wurde damals zerschlagen, weil natürlich der Staat, ich gehe davon aus, dass der Staat einfach das als Steuerhinterziehung verstanden hat, ein neues Geldsystem und so weiter, ja, dass das einfach der Staat als Steuerhinterziehungsstraftat betrachtet und dann die Sache zerschlägt. Muss man also auch aufpassen. Ne? Das, auch wenn ich mir das noch so sehr wünschen würde, dass man das völlig frei von dem umliegenden Staat hinkriegen würde. Ja, und dann noch, was man bedenken muss, wenn man Löwen im Zoo halten will und wenn man dann auch noch will, also wenn man mal den Zoo als Mini-Staat sieht, ja, und wenn die Löwen aber glücklich sein müssen, dann müssen sie leider ein löwengerechtes, artgerechtes Leben führen können. Und die Frage ist, ich habe ja vorhin erklärt, dass aus unserer Sicht der Mensch von so voll ist von vorteilbringenden Irrtümern, auch wenn er in den Mini-Staat einzieht, dass er seine artgerechte Lebensweise ja gar nicht mehr leben kann, weil mein Beispiel war zum Beispiel Angst vor Körperkontakt. Ja? Und dadurch dann das artgerechte Glückssystem nicht funktioniert. Ja? Das heißt, es würde so bedeuten, wie wenn der Löwe jetzt plötzlich gezwungen wäre, artfremd leben zu müssen, dann kann er nie glücklich sein. Denn wir wissen aus der Biologie, dass wir alle, jeder Organismus hat seine Glücksmöglichkeiten gekoppelt an seine arttypische Lebensweise. Also die Maus, die Katze, die gefüttert wird, jeden Tag viel Nahrung bekommt, muss trotzdem jagen gehen, wenn sie glücklich sein will, weil sie das im genetischen Glücksprogramm drin hat. Sie kann nur glücklich sein, wenn sie auch jagt, obwohl sie alles Futter zu Hause stehen hat. Ja? Und so ist das mit uns Menschen auch leider. Und ja, von daher, Gesundheitsreform, das ist Manuela Gerd, da stimme ich dir voll zu. Ich habe damals eine Gesundheitsreform entwickelt, die könnte jeder Ministaat sofort übernehmen, und da käme es dann nicht zur Produktion von vorteilbringenden Irrtümern, sondern da würde die Gesundheitsförderung, die Prävention, die Krankheitsverhinderung, der Gesundheitsnutzen belohnt werden, und dann entstehen auch keine vorteilbringenden Irrtümer. Also das geht. Auch in einem Mini-Staat kann man also ein ideales Gesundheitssystem machen. Das kann ich nur bestätigen. Ja, dann Manuela, du hast 4 Minuten 16, 17 deine ausführliche Antwort zu bringen. Und dann.
Okay. Ja, also das Wort König irritiert viele. Das finde ich ein bisschen schade, weil das ist überhaupt nicht als absolutistisch oder irgendwas in der Richtung gemeint. Also wirklich so gar nicht. Das Erste ist, sobald es einen König geben wird, was es noch nicht gibt, wird er repräsentative Aufgaben haben. Und dass es ein Königreich wurde, das hatte nur bestimmte formale Gründe, damit die Staatsgründung überhaupt möglich war. Der Peter, der hatte das damals, sage ich mal, versucht, als Basisdemokratie anzufangen, hatte aber nicht genug Leute gefunden, um wirklich so ein Rätesystem aufzubauen, um so einen kompletten, sage ich mal, Staat, sage ich mal, von unten her aufzubauen. Das hat er versucht, jahrelang. Ja, und er wollte nicht mehr warten. Ja, und dann hat er gesagt, okay, wie kann ich denn einen Staat gründen? Wie kann ich denn anfangen? Ja, und dann hat er eben die Leute zusammengeholt, die da eben waren, und hat gesagt, okay, was können wir denn für Flix nochmal für eine Staatsform nehmen? Ja, was geht denn? Ja, und dann hat er sich gesagt, okay, es gibt ja sowas wie repräsentative Monarchien. Ja, und ich meine, das gibt es ja genug von. Ja, was weiß ich, Niederlande und alle anderen. Ja, ich meine, da hat der König eigentlich nichts wirklich zu sagen. Ja, und so ähnlich ist das eben auch im Königreich. Das eigentlich ist eine Basisdemokratie, ein Rätesystem. Und der König hat eigentlich nur die Funktion zu repräsentieren und zu beraten. Warum überhaupt Staat nötig ist, hattest du gefragt, beziehungsweise du assoziierst Staat mit Unterdrückung. Ja, wie gesagt, der Staat ist dazu eben nicht da, sondern es ist ein freiheitlicher Rahmen, der Menschen eben die Möglichkeit gibt, artgerecht zu leben und eben sich nicht mehr der Willkür des alten Systems beugen zu müssen. Ja. Und das mit den Gemeinschaften bilden, das ist genau die Idee, das machen wir. Ja, es sind gerade viele Dorfprojekte und Gemeinschaften auf dem ganzen deutschen Boden schon geplant, später vielleicht auch weltweit, wenn die Menschen das möchten. Und genau das Königreich ermöglicht eben, sage ich mal, dass sich mal diese Gemeinschaften und Dorfprojekte nicht mehr der Willkür des alten Systems beugen müssen. Ja, dass all die Gemeinschaften, Dorfprojekte, Gemeinden sich eben frei entfalten können. Ja, das ist so die Idee. Genau, zum Thema Geldsystem hatte Dylan noch was gesagt. Ja, würde ich aber vielleicht eher auf eine andere Frage verschieben, darauf einzugehen. Gut, so viel dazu. Ich hoffe, das war ein bisschen Klärung. Du hast aber ruhig noch über eine Minute. Wäre interessant, was du sagst zu dem zinsfreien Darlehen sozusagen. Macht das jemand und warum macht das dann jemand noch, obwohl er das Risiko hat, Totalverlust zu haben? Und dann die Steuerhinterziehungsfrage. Wird der Staat wieder zerschlagen wie bei Wörgl, bei Silvio Gesell? Nein, also der Peter, der hat es schon, sage ich mal, bis zu den höchsten Gerichtsinstanzen durchgefochten. Und hat sich dafür eben auch in Untersuchungshaft begeben, damit es schneller geht. Der hat es durchgefochten, dass das, was wir tun, sogar innerhalb der BRD-Gesetze legal ist. Das heißt, es ist keine Steuerhinterziehung, es ist auch keine Bankgeschäfte im Sinne der BRD-Gesetze. Das heißt, wir haben vollkommen freie Hand, dieses Geldsystem aufzubauen. Das ist zinsfrei, das bedeutet, das hat viele Auswirkungen, kann ich vielleicht noch darauf eingehen, aber jedenfalls, um auf die Frage kurz einzugehen, warum sollte denn jemand Geld verleihen? Das geht auch anders. Das geht auch mit einer einmaligen Bearbeitungsgebühr. Und da muss man jetzt ein bisschen was zu der Art der Geldschöpfung wissen. Im bisherigen System wird Geld ja von Banken geschöpft, also erschaffen, die in privatem Eigentum sich befinden. Und die verleihen dann Geld an Staaten und Unternehmen und so weiter. Und wenn diese Banken eben Geld verleihen, dann erschaffen sie gleichzeitig eine gleich hohe Schuld. Das nennt man dann Kredit. Ja? Und die Kreditnehmer, also Staaten, Unternehmen und so weiter, die müssen dann zusätzlich zu dieser Schuld zusätzlich noch Zinsen zurückzahlen. Diese Zinsen wurden aber vorher nicht mitgeschöpft. Oha, woher denn dann das nehmen die Zinsen, wenn man sie nicht von anderen stiehlt? Ja, deswegen haben Zinsen so eine zerstörerische Wirkung. Deswegen sorgen sie für Umverteilung von vielen armen Menschen zu wenigen Reichen. Und sie haben viele andere zerstörerische Wirkungen. Das geht auch anders. Im Königreich zum Beispiel gibt es keine Schuld bei der Geldschöpfung und es gibt auch keine Zinsen. Das geht ein bisschen anders. Moment. Der Staat selbst schöpft das Geld mit Hilfe einer staatlichen Bank.
Und die schöpft das Geld, ohne eine Schuld zu kreieren. Und die schöpft das Geld nur für Gemeinwohlprojekte. Das steht so in der Verfassung. Geld darf im Königreich nur für gemeinnützige Projekte geschöpft werden. Und wenn dann doch mal aus irgendwelchen Gründen ein privater Unternehmer oder ein Privatmensch einen Kredit möchte, dann wird eine einmalige Bearbeitungsgebühr dafür verlangt. Und diese Bearbeitungsgebühr, die wird aber gleich mitgeschöpft. Ja, deshalb, es gibt die Probleme nicht mehr, die bei der Zinswirtschaft heute bestehen. Ja, super. Vielleicht kommen wir ja da alle auf diese Sachen immer wieder zurück. Aber jetzt siehst du ja, in welcher, wer hat die nächste Frage, wer hat das nächste Fragerecht oder das Kurzstatementrecht? Es kann ja auch ein Kurzstatement sein, 90 Sekunden. Ja, der Lucky wäre dann. Ja. Ja, das passt ganz gut. Vielen Dank für eure Ausführungen zum Geld. Ich frage mich aber dabei, wenn es um Gemeinwohl geht, gemeinwohlorientierte Ökonomie, warum gibt es dann überhaupt noch Geld bei euch? Weil mein Ideal ist ja jedem nach seinem oder jeder nach seinen ihren Fähigkeiten und jeder seine nach ihren Bedürfnissen. Oder vielleicht habt ihr auch schon von dieser Geschenke- und Helfer-Initiative gehört. Da ist es für mich eigentlich viel logischer, wenn sozusagen du das gibst, was du Lust zu hast, was du kannst, wo du Spaß dran hast, das gibst du und nimmst das, was du brauchst. Wofür brauchen wir noch Geld? Oder warum wird dann auch im Königreich Deutschland noch Geld benutzt, wenn es so einen anderen Ansatz hat? Das ist die eine Frage. Leider habe ich noch eine zweite Frage. Ich hoffe, ich kriege das noch unter in den 90 Sekunden. Meine zweite Frage ist, ja, habt ihr was von Klimakatastrophe und so weiter gehört, nehme ich an? Und inwieweit schätzt ihr das ein, dass mit diesem Modell, ich nenne es mal dieses Keimform-Modell, also das sind jetzt 2100 Leute bei Neues Deutschland, bei Königreich Deutschland, noch mehr Gemeinschaften und so, sollen sich ja immer mehr Inseln bilden und immer weiter. Und dieses Modell, inwieweit das ist eigentlich diese globale Katastrophe, die ja, selbst wenn wir in Deutschland alles komplett hätten, könnten wir mit der Klimakatastrophe, könnten wir da trotzdem nicht aufhalten, wenn wir so isoliert bleiben würden. Und von daher ist meine Frage, wie schätzt ihr den Zeitfaktor ein, mit dieser Ausbreitung dieser Ideen, wenn die jetzt so langsam Wellen schlägt, ob das dann auch ausreichen würde, die Welt vom Kollaps zu retten oder ob dann nicht ganz andere radikalere oder schnellere Modelle, die global irgendwie umspannender sind, nötig wären. Ja, dann antworte ich erst wieder und Manuela dann. Ja, warum ich nochmal du zuerst? Jetzt kann nochmal Manuela zuerst beantworten. Ach so, aber das ist einfach bei uns eigentlich in diesem Talk-Format immer Routine, dass es du könntest auch mal umdrehen. Ich mache mir noch Gedanken. Ja, ja, genau, dadurch kannst du dir noch Gedanken machen. Wir können es allerdings auch einfach mal umdrehen dann nachher. Bei der nächsten Runde können wir es ja mal umdrehen, ja? Ich bin ja immer für Experimente offen. So, also dann meine Antwort beginnt damit zum Thema Klima. Meine Vorstellung wäre, wenn das ein guter Mini-Staat ist, dann wird der so attraktiv, dass immer mehr Menschen da mitmachen wollen, bis dann quasi der ganze Staat idealerweise das wird und dann an diesem Mini-Staat auch die anderen Staaten der Erde wissen wollen, wie das geht. Und dann, es gibt nämlich ganz konkrete, also wir beim Weltrat, wir heißen ja deswegen Next Scientists for Future, weil wir im Gegensatz zu den Scientists for Future eine praktikable Lösung haben, wie man, wenn es das Klimaproblem wirklich geben sollte, wir sind dafür keine Spezialisten, wir können es aber lösen. Ja, wir haben dafür ganz klare Lösungsmodelle, alles fertig und dann kann das vielleicht, wenn diese Gemeinschaften so glücklich sind und so faszinierend sind, wird man sich in den USA und in China und überall dafür interessieren, was diese Mini-Staaten machen, was dieser Mini-Staat macht und so viel besser macht als alles andere. Und dann kriegen wir vielleicht auch nicht sehr schnell die weltweite Lösung, die wir brauchen, um das Klimaproblem, wenn es denn eins ist, wir können das nicht beurteilen, wir können nur die Lösungen dafür liefern, dann könnte man das machen. So, und dann
Schenker wurde angesprochen. Wir sprechen ja davon, das habe ich ja vorhin in meiner Antwort schon gesagt, dass ich der Meinung bin, wenn der Mensch genetisch, und wir vermuten das aus der Wissenschaft, für den Bonobo-Schenker-Kommunismus genetisch konstruiert ist, so wie der Löwe für eine bestimmte Lebensform konstruiert ist und die Katze für eine bestimmte andere Lebensform konstruiert ist, so sind wir, wenn wir genetisch für den Bonobo-Schenker-Kommunismus gebaut sind, dann ist es das Dilemma, dass wir völlig geldfrei und völlig von sozusagen von jedem Gewinninteresse frei als Menschen dann werden, wenn wir auch den Bonobo-Schenker-Kommunismus leben. Und wir haben ja eine Art, wo wir das live sehen können, nämlich die Bonobos. Wir wurden von Professor Franz de Waal als die matriarchalen Hippie-Affen beschimpft. Die machen ja Make Love Not War und das funktioniert bei denen auch noch. Und die schenken alles. Die Männer schenken alles an Nahrung, was sie finden, den Frauen und Kindern. Werden dadurch geachtet und geliebt von den Frauen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Frauen diesen Männern, obwohl sie alle miteinander Körperkontakt haben, alle Frauen miteinander Sex haben, die Bonobos sind also Frauen, die Bonobo-Frauen sind hundertprozentig bisexuell und das hat bestimmte evolutionsbiologische Gründe, warum das so sein musste. Das liegt nämlich daran, dass die jungen Mädchen immer von den Nachbarkommunen kommen und Fremde sind. Und in der Natur töten Frauen sich gegenseitig gerne ihre Kinder, um die Chancen für die eigenen Kinder zu vergrößern. Und wenn man dann aber sich liebt, wenn man in Körperkontakt ist, tötet man nie, überhaupt keine Kinder mehr. Und obwohl die Frauen mit allen Männern bei den Bonobos Sex haben, gewähren die Frauen durch bestimmte komplizierte Mechanismen, die man erforscht hat, nur den Männern, die die meisten Geschenke machen, den Zugang zu den Eizellen. Also Sex haben und Zugang zu den Eizellen sind biologisch zwei völlig unterschiedliche Dinge. Das heißt also, dass dann also, wenn wirklich alle in Liebe sind und die Männer alles den Frauen und Kindern schenken, dann kann man völlig geldfrei leben, aber dagegen blockieren jetzt wieder die vorteilbringenden Irrtümer, die wir aus unserer Erziehung, aus dem Kapitalismus mitbringen, nämlich, dass wir alle mehr oder weniger verklemmt sind und mehr oder weniger vorteilbringende Irrtümer im Kopf haben und sagen, ja, dieses Bonobo, so viel Körperkontakt, das ist ja schlecht, böse, gefährlich, das ist ja, das geht nicht. Na? Ja, und schon, und dann ist es schwierig, denn dann in dem Moment verliert sich diese Tendenz der Männer zu schenken und dann fangen sie wieder an, ihr Süppchen zu kochen, ihr Eigenleben zu führen und dann wieder irgendwie Ersatzbefriedigung in Geld und Macht zu suchen, weil sie ja eben nicht mehr weil ihnen der Körperkontakt fehlt. Und Menschen haben die Fähigkeit, Suchtpotenzial zu entwickeln. Wenn sie den Körperkontakt nicht kriegen, gehen sie auf Ersatzbefriedigung über. Macht, Geld, Besitz, ähnliche Dinge und plötzlich ist es dann wieder vorbei mit der Geldlosigkeit. Und da ist eben der Punkt, ja, von daher würde ich sagen, ja, Geldfreiheit geht, aber nur wenn dann auch die Kommune so sehr es schafft, die vorteilbringenden Irrtümer aus den Köpfen rauszuwerfen, die VIAT zu praktizieren, die VIAT, die vorteilbringende Irrtümerabbautechnik zu praktizieren, dass die Menschen, und jetzt kommt mein entscheidender letzter Satz für diese Antwort, attraktiv wäre das Königreich Deutschland für mich erst und sofort dann, wenn die Männer und die Frauen dort genau auf diesem VIAT-Prozess wären, nämlich wirklich anfangen würden, auch die Körperfeindlichkeit, auch die ganzen Streitneigungsvorteilbringenden Irrtümer und so weiter, die müssen sowieso geklärt werden, die müssen sowieso rausgeschmissen werden. Aber auch nur dann wäre es für mich attraktiv, wenn die Männer und die Frauen alle an ihrer Verklemmtheit, also den vorteilbringenden Irrtümern, die den Körperkontakt verbieten, an denen auch arbeiten würden. Dann wäre es für mich sofort attraktiv, weil es gibt nichts Verklemmteres als die Normalgesellschaft von heute.
Ja, und die würde ich dann, da würde ich sogar überlegen, ob ich die bereit wäre, nochmal zu verlassen, wie damals in unserer Kommune in der Osho-Bhagwan-Sriharashini-Nachfolge, wo wir ein Jahr lang wunderschön mit freier Sexualität, aber nach Bonobo-Art glücklich gelebt haben. Ja, Manuela, du hast 6 Minuten 20, um jetzt ganz ausführlich zu antworten. Naja, also jetzt bist du aber ganz schön abgeschweift. Okay, vielleicht erstmal ganz kurz auf den letzten Punkt da mit den, wann wäre das Königreich für dich attraktiv? Also ich meine, es sind ja 2.500 Leute deutschlandweit und ich meine, ich muss sagen, dass ich dann die paar hundert, mit denen ich bisher Kontakt hatte, muss ich sagen, das sind sehr bewusste Menschen, die sehr stark an ihren Glaubenssätzen arbeiten. Natürlich jetzt nicht alle an denselben Themen. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass alle an dem Thema Körperkontakt arbeiten. Das ist eins von vielen. Ja, aber generell kann ich sagen, es sind sehr bewusste Menschen, die Selbstverantwortung übernehmen und ihre, sage ich mal, Irrtümer sehr konsequent auflösen. Ja, kann ich auf jeden Fall so sagen. So, jetzt zurück zu der eigentlichen Frage. Was war sie denn noch überhaupt? Genau, warum überhaupt noch Geld? Okay, also die Sache ist die, um zu einer geldfreien Gesellschaft zu gelangen, braucht es einen Bewusstseinswandel. Und dazu der ist noch nicht, das eben nicht puff einfach mal so für alle machbar. Was braucht es, um geldfrei zu leben? Vertrauen ins Leben, Vertrauen, dass genug für alle da ist. Vertrauen, dass Kooperation möglich ist statt Konkurrenz. Das sind Voraussetzungen, die Menschen schon haben müssen, damit sie geldfrei leben können. Und das ist nur bei ganz wenigen der Fall. Das heißt, um das zu machen zu können, braucht es erstmal Vorarbeit. Ja? Wie könnte so eine Vorarbeit aussehen? In irgendeiner Weise das Vertrauen zu fördern, dass eben Fülle herrscht. Das Vertrauen fördern, dass Kooperation möglich ist. Und wie kann das gehen? Also ja, leben in Gemeinschaft. Und ich denke, dass eben das Geldsystem vom Königreich eine mögliche Maßnahme sein kann als Übergangshilfe. Ja, es ist so aufgebaut, dass, sage ich mal, dass es Fülle fördert statt Mangel. Aus verschiedenen Gründen, die ich bei Interesse gern erläutern kann. Es fördert eben Kooperation statt Konkurrenz. Und das heißt, durch die Verwendung dieses Geldsystems kann sich halt diese Voraussetzungen können sich entwickeln, sodass eine geldfreie Gesellschaft schon bald möglich sein kann. Ja? Und das ist ein bisschen komplex. Also ich meine, es gibt im Königreich jetzt schon die Möglichkeit, dass Unternehmer, die das eben brauchen, die eine gewisses Sicherheitsdenken noch haben und sehr, ja, große Dinge umsetzen wollen, die, sag ich mal, die noch Geld brauchen oder um Land zu kaufen oder wie auch immer, die können dann ja Geld verwenden. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit im Königreich, und das tun auch schon viele, geldfrei zu leben. Das tun auch schon. Gerade die sich sehr für das Königreich engagieren. Also die jetzt zum Beispiel ja, bestimmte Aufgaben eben übernommen haben fürs Königreich. Die brauchen kein Geld mehr, weil sie zum Beispiel ihre Wohnung gestellt kriegen, weil sie Essen gestellt kriegen und so weiter. Ja, das heißt, die brauchen dann kein Geld mehr. Ja, das heißt, wir arbeiten darauf hin, dass eine geldfreie Gesellschaft möglich wird. Und teilweise tun es die Leute schon. Okay, das ist meine Antwort davor. Dankeschön. Das war ja sehr kurz, 4 Minuten nur. Boah, das. Ja, der Hauke wollte noch mal was sagen. Genau. Oder? Hast du nur die Hand noch nicht runtergenommen? Doch, Ah, doch, okay. doch. Jetzt zeige ich mich auch nochmal. Und wenn der Andrang nicht so groß ist. Ja, also ich. Also einerseits geht es darum, glaube ich, das alte System für sich abzuwickeln, also dass man möglichst wenig noch teilnimmt oder teil hat oder teilgibt an das alte System.
Das sind natürlich Schritte, die getan werden müssen. Das geht nicht von heute auf morgen, aber es kann getan werden. Und gleichzeitig eben das Neue zu entwickeln. Und da würde ich gar keine großen Konzepte entwickeln wollen, weil die Gemeinschaften, die finden das selber raus, was sie wollen. Und da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, ob sie Geld haben wollen oder nicht. Aber wenn sie merken, dass es vielleicht Sinn macht, also mit Geld, also gerade von Gemeinschaft zu Gemeinschaft irgendwie, sich das zu erleichtern, den Austausch, also Geld, es kann ja auch was Sinnvolles sein. Also nur weil ich einen Sack Kartoffeln habe, an denen keiner Interesse hat oder so. Naja, also ihr wisst schon, was ich meine. Geld kann schon das Leben auch erleichtern, so in gewisser Weise. Aber es soll seine Funktion behalten. Das kann es ja dadurch auch, dass es einfach dann auch an Wert verliert und dass es also nicht irgendwie arbeiten kann für uns, so wie es ja heute so ist, dass man Geld nutzt zum Arbeiten. Ja, also ich wünsche mir große Vielfalt in Zukunft und wie gesagt, also ich will mir gar keine Gedanken machen über die einzelnen Gemeinschaften. Das können ja Leute zusammentreffen, die oder eine Gemeinschaft bilden, die also ganz anders das wollen als ich zum Beispiel oder du oder so. Und das macht ja auch nichts, solange man sich nicht gegenseitig auf die Füße tritt. Ja, danke. Diesmal sollte ich. Hast du denn noch eine Frage? Eine Frage. Nein, ich stelle euch so ein bisschen in Frage in dem, was ihr wollt. Das Statement ist ja auch etwas, auf was wir reagieren können. Es muss keine Frage sein, es kann auch ein Statement sein. Manuela, diesmal solltest du ja mal anfangen, ne? So, ich stimme dir, Hauke, in allen Punkten zu. Ich sehe jetzt gar nicht, was ich da jetzt so sagen soll. Also ich sehe das auch total wichtig an, dass jede Gemeinschaft ihr Ding, also ihre Konzepte entwickeln oder auch nicht. Ja? Also ich stimme dir vollkommen zu. Ich sehe überhaupt keinen Widerspruch. Ja, wozu denn noch Staat? Ne? Also, weiß ich nicht. Das habe ich jetzt, glaube ich, mehrmals gesagt. Das BRD-System gibt uns nicht die Freiheit, um zum Beispiel schulanwesenheitspflichtfrei zu leben. Das BRD-System gibt uns nicht die Freiheit, zum Beispiel frei von Krankenkasse zu leben. Das BRD-System gibt uns nicht die Freiheit, sage ich mal, die Kinder eben einfach anders zu behandeln als bisher. Ja? Ich glaube, es geht um Selbstermächtigung. Also, ja, ich meine, ich kenne jetzt genug Eltern, die vom Jugendamt bedroht wurden, von wegen Schulpflicht und so weiter. Ich meine, es gibt eine Möglichkeit, man kann natürlich flüchten. Ja, natürlich können wir alle auswandern oder uns alle im Wald verstecken. Und, aus diesem Planeten kommen wir nicht weg. Ja, und das ist halt die Sache. Und ich meine, jetzt können wir uns alle aufregen über das Wort Staat. Oh mein Gott, wie furchtbar. Ich weiß nicht, mich überrascht es ehrlich gesagt. Ich habe das jetzt drei oder jetzt schon viermal gesagt, dass das Wort Staat gibt es in verschiedenen Bedeutungen. Der alte Form von Staat ist ein Herrschaftssystem. Das wollen wir nicht. Das hat das Königreich nichts mit zu tun. Nichts. Null. 0,0. Hast du das verstanden, Hauke? Nenn es doch Gemeinwesen und nicht Staat. Ja, wunderbar. Können wir machen. Ja? Okay. Dann Staat ist das so. Alte. Dann nennen wir es so. Ist scheißegal, wie man es nennt. Ja? Nee, wenn wir das Thema haben, dann müssen wir uns da auch drüber unterhalten können. Ja, es ist halt einfach total wurscht. Ich meine, es heißt nur deswegen Staat, weil das halt genau das ist, was wir halt brauchen, um frei zu werden von der Willkür des bisherigen Systems. Ja? Und um halt so eine Art Reservat zu bilden. Ja? Nur deswegen. Ja? Nur als Übergangslösung, damit wir eines Tages völlig frei von solchen Konstrukten sein können. Und genau. Ist einfach nur ein Hilfsmittel, damit wir frei sein können. Das ist alles. Danke. Ja, jetzt habe ich 2:30, um meine Antwort zu bringen auf dieses interessante Gespräch. Und zwar, das Dilemma ist, wenn eben das Bonobo-Schenker-kommunistische System nicht erfüllt ist, solange das
und vielleicht wollen es auch einige gar nicht erfüllen und so weiter, dann läuft der natürliche, genetische, gesunde Genegoismus, den jeder Mensch hat, wieder darauf hinaus, dass wieder die einzelnen Leute in Erfolg in ihrem Geschäft sehen würden oder in ihrer Tätigkeit oder in ihrem Verkauf von Biogemüse oder was auch immer sehen werden und das wieder maximieren wollen, um dann vielleicht wieder die bestmögliche Partnerin zu finden und so weiter. Und da braucht es dann das, was ich vorhin angedeutet habe, nämlich dass wir verhindern müssen, dass es auch in dem Ministaat wieder zu einer Neuproduktion von vorteilbringenden Irrtümern kommt. Und das geht eben so, dass eben zum Beispiel ein Arzt im Ministaat belohnt werden muss, also dann am meisten Belohnungen bekommen muss. Wir nennen das positive Anreize. Wenn er nachweislich und bewiesenermaßen eine gesundheitsförderliche Wirkung auf die Menschen, die er betreut, entfaltet. Das Beispiel ist ja bei uns im Weltrat die Anekdote vom alten China, dass angeblich mal der Arzt so lange beschenkt worden sein soll, wie alle im Dorf, in der Gemeinschaft gesund und glücklich waren. Und wenn auch nur einer krank wurde, wurden von allen Seiten die Geschenke reduziert, sodass er nur eine Motivlage hatte, präventiv Gesundheit und Lebensqualität zu fördern und nicht Profite zu machen durch Krankmachen der Menschen oder Krankhalten der Menschen. Und solche positiven Anreizsituationen bräuchte es aus meiner Sicht in einem Ministaat, wenn nämlich dieser Bonobo-Schenker-Kommunismus nicht realisiert ist, dann haben die Menschen, werden sie mit ihren Egoismen wieder sozusagen auch einerseits zur Konsumsucht neigen, sie werden auf der anderen Seite aber auch zum Akkumulieren in irgendeiner Form wieder neigen. Und das ist eben der Punkt, dass man den Bonobo-Schenker-Kommunismus, da gibt's kein Akkumulieren, weil das nicht wichtig ist, weil man ja schon glücklich ist sozusagen, dann mit dieser Lebensform, mit seinem Schenken. Aber wir müssen uns also immer fragen, woher kam die Fehlentwicklung des Systems? Denn der Kapitalismus, der war ja nicht einfach so da, sondern wir waren ja vor 400.000 Jahren völlig kapitalismusfrei. Und wie sind wir dann weggekommen von diesem natürlichen Bonobo-Schenker-Kommunismus? Eben durch bestimmte Mechanismen, die mit diesen vorteilbringenden Irrtümern zusammenhängen. Und das ist das Dilemma, dass man eben auch in so einem Ministaat gucken muss, dass man nicht die gleiche Geschichte noch einmal wiederholt. So, die nächste Frage. Ja, Moment, meldet sich gar keiner. Ah, die Claudia. Genau, und ich mache mal kurz die Kamera an. Ich frage mich, also einmal eine Beobachtung, dann eine Frage. Die Beobachtung ist, ich habe festgestellt, dass oft Worte Assoziationen wecken und manchmal ist es sinnvoll, Worte zu benutzen, die nicht schon eine Assoziation haben. Also nochmal um das Beispiel Staat. Jeder assoziiert irgendwas mit Staat, was er schon kennt. Und wenn ich etwas Neues kreiere, ist das manchmal vielleicht hilfreich, ein neues Wort dafür zu finden, damit nicht die alte Assoziation greift. Das ist die Beobachtung. Und die Frage ist, die ich mir und auch euch stellen möchte, wie kann ich denn die intrinsische Motivation stärken? Weil ich kann natürlich sagen, Schenkerbewegung oder was auch immer für ein Konzept. Und das ist dann etwas, was von außen kommt und entweder ist es für mich interessant oder ist es nicht interessant. Aber meistens ist es ja so, dass jeder Mensch auf die Dinge anspringt, die für ihn ganz konkret interessant sind. Und ein ganz konkretes Beispiel, der Clemens wird jetzt wahrscheinlich schmunzeln, wenn ich zum Beispiel eine Trockentoilette habe mit Kompost und ich weiß, meine eigenen Fäkalien gehen in die Erde, auf der mein Gemüse wächst, dann werde ich mir überlegen, was ich in diese Fäkalien reingebe, also was esse ich. Also da ist automatisch eine intrinsische Motivation. Und nicht, weil jemand sagt, du musst dich gesund ernähren oder dies oder jenes, ich habe ein Eigeninteresse daran. Und war das ein Wink, Dylan, dass meine 90 Sekunden um sind?
Und das ist halt die Frage, wie kann ich die intrinsische Motivation stärken? Manuela, willst du wieder anfangen? Oder wie soll man es halt? Ich würde gerne noch mal kurz Gedanken machen darüber. Dann fange ich an, ja? Ich kann es so direkt so nicht beantworten, sondern ich glaube, meine erste Antwort ist, wir dürfen uns nicht an Worten aufhalten. Mir ist das völlig egal, ob das Königreich heißt oder Staat heißt. Das ist mir alles egal. Wichtig ist doch, was geschieht. Und wenn ich jetzt mal antworte, was ich als Mann empfinde, und zwar, ich habe ja erzählt, wie ich mit diesen vorteilbringenden Irrtümern konfrontiert war, und danach habe ich mich davon aber frei machen können, großteils, und hatte dann ein ganz erfülltes Liebesleben, also im Sinne von ganz viele Freundinnen, weil eben intelligente junge Wissenschaftler natürlich sehr gefragt sind bei den Frauen und so weiter. Also ich muss sagen, ich habe also nichts anbrennen lassen, ne? Und hatte vielleicht wahrscheinlich mehr eine Verlobte, und ich war auch mal verheiratet, und ich hatte, glaube ich, mehr sexuelle Kontakte oder Freundinnen und Partnerschaften, als die meisten anderen Männer jemals in ihrem Leben haben werden. Und da hätte ich mich dann jetzt wirklich nur gefragt, nicht nur in Pune bei Osho Bhagwan Sri Rajneesh, sondern auch sonst. Für mich wäre wirklich nur das Kriterium, wenn ich damals dran denke, was ich damals für ein Liebesleben hatte, das war natürlich immer noch zu wenig, weil es ja im Kapitalismus war, ja. Aber für mich wäre wirklich der Ministaat damals nur interessant gewesen, wenn die einfach, ich sag's mal so hart, der Sex besser gewesen wäre in dem Ministaat als im großen Staat. Ja, denn ich als Mann, ich habe mich ja selbst wahrnehmen gelernt. Ich bin ein Tier wie jedes andere, und da leider der Mensch ein Lebewesen ist, ähnlich wie die Bonobos, bei dem die Hauptglücksquelle über den Körperkontakt geht, hätte mich einen Ministaat nicht interessiert, indem ich auch nur eine gute sexuelle Beziehung weniger gehabt hätte als im großen Staat. Ja, das sind für mich die wichtigen Dinge. Ja, Manuela, bist du soweit? Ja. Also erstmal das mit den Worten. Ja, natürlich ist es uns total bewusst, dass diese Worte Königreich und Staat erstmal Teil der Wortleute abschrecken. Und es gibt auch schon Bestrebungen, den Namen zu ändern. Also wir kleben weder am Namen noch überhaupt an der Funktion des Königs. Da kleben wir nicht dran fest. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Das heißt halt jetzt so. Und es zieht halt jetzt erstmal Menschen an, die bereit sind, hinter die Worte zu schauen und zu gucken, was es denn bedeutet. Und das ist für jetzt auch okay. Ja, vielleicht darf sich der Name in Zukunft noch ändern. Das finde ich durchaus auch sinnvoll auf Dauer. Ansonsten, wie kann ich intrinsische Motivation stärken? Ah, das ist eine schöne Frage. Vielleicht würde ich gerne länger zusprechen, aber ich glaube, das bräuchte ein bisschen Zeit, mich darauf vorzubereiten. Also was mir dazu einfällt, ist erstmal, ich denke, der Mensch ist erstmal in sich intrinsisch motiviert. Jeder Mensch, jedes Lebewesen will sich entwickeln. Und jeder Mensch spürt eigentlich sowas wie eine Berufung, die er in die Welt tragen möchte. Eine Wahrhaftigkeit, ein Gewissen, das er durch diesen Körper in die Welt ausdrücken möchte. Das denke ich, das hat jeder Mensch. Allerdings wird das oft in unserer Kindheit geschwächt. Durch Traumas bei der Geburt, die ein Misstrauen gegen das Leben hervorrufen, durch Belohnungs- und Bestrafungssysteme in der Kindererziehung, die eher für Hundeerziehung geeignet werden als für Kinder. Und natürlich in der Schule, wo jede Kreativität und jede intrinsische Motivation getötet wird, muss ich jetzt mal so offen sagen. Und dann schließlich auch im Arbeitsleben, wo Menschen ihre intrinsische Motivation schließlich überhaupt nicht mehr spüren, weil sie nur noch aus Zwang das tun, wofür sie eben Geld bekommen.
Ja, das heißt, diese zwangsweise Koppelung zwischen Geld und Existenzmöglichkeit durch Geld führt eben zu einer, ja, dazu, dass die intrinsische Motivation von Menschen heute kaum noch zu finden ist bei vielen und viele ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr spüren, dass viele gar nicht mehr wissen, was sie wollen. Das ist systemisch, das ist gewollt, ja, damit Menschen eben sich brav als Arbeitstiere missbrauchen lassen, ja, wird uns das in der Schule eindressiert, ja, dass wir eben hübsch brav funktionieren, ohne einen eigenen Willen zu haben, ohne eine eigene Motivation zu haben. Das ist gewollt, systemisch. Das heißt, was tun, um das wieder zu stärken, ist ganz logisch. Neues System. Von Grund auf, sich damit können wir uns mit beschäftigen. Wie gehen wir mit Kindern um? Wie sehen wir Kinder? Wie bringen wir sie da auf die Welt? Wie sieht eine traumafreie Geburt aus? Wie können wir uns eine Kinderbetreuung, Vorstellung, die frei von Hundeerziehungsmethoden ist, wie Belohnung und Bestrafung. Wie kann ein Bildungswesen aussehen, das eben, sag ich mal, freies Lernen ermöglicht? Wie kann, sag ich mal, in Zukunft, Aufgaben verteilt werden, ohne dass Zwang herrscht? Ja? Und da, ja, solche Dinge tragen dann dazu bei, dass in Zukunft eben mehr Menschen ihre Bedürfnisse mehr spüren und damit auch ihre intrinsische Motivation wiederfinden. Au. Ja, hat sich noch jemand jetzt gemeldet? Ja, der Chris. Auf geht's. So, ja, hallo, schönen Abend. Oh, hallo. Ich möchte gerne von euch eine Stellungnahme zu zwei Aspekten, die ich jetzt mal nenne. Das eine ist erstmal das Korrektiv der intentionalen Gemeinschaft der Weg, dass eben Menschen durch die Erstellung einer gemeinsamen Leitidee, eines gemeinsamen Kodex von Leitideen, eine ganz andere, auch intrinsische Motivation bekommen, an der Entwicklung für sich selbst und andere teilzunehmen. Und das zweite ist aus meiner Erfahrung, oder wurde bewusst weggemacht in unserem Gesellschaftsmodell der Punkt Spiritualität. Einfach zu wissen in einem intrinsischen Verständnis, ohne dass ich meine linke Hirnhälfte dafür anstrengen muss, dass ich mit allem und jedem verbunden bin. Ja, das möchte ich auch gerne hören. Magst du irgendwie eine Frage formulieren? Muss doch nicht sein, muss nicht sein, muss nicht sein. Manuela, willst du gleich schon mal drauf eingehen, irgendwie was dazu sagen? Ich wüsste jetzt gar nicht, auf was ich eingehen sollte. Ja, aber das macht ja auch nichts. Wir können auch einfach jetzt, wir beide, einfach nochmal ergänzen, was uns dazu einfällt. Und wenn uns dazu nichts einfällt, es fällt uns ja immer noch was anderes ein. Ja? Dann, wenn dir was dazu einfällt, dann erzähl mal. Ja, nee, ich meine, mich beschäftigen gerade Dinge hier. Dann starte ich mal die Uhr. Also was mich beschäftigt, ist zum Beispiel die Frage, jetzt nehmen wir mal an, der Idealfall wäre, das Königreich Deutschland wächst von 2500 Leuten auf 25 Millionen, auf 30, auf 50 Millionen und ist dann quasi sozusagen irgendwann 70 Millionen und so weiter, ist dann quasi schon fast der eigentliche Staat sozusagen, ja. Dann stellt sich nämlich das große Problem, dass wir in der Menschheit, dass es nicht so einfach so war, wie wir viele Menschen haben aus unserer Sicht als Naturwissenschaftler und Biologen eine zu paradiesmäßige Vorstellung von diesem Planeten. Nämlich der Kapitalismus hat aus ganz vielen Staaten absolut kriegslüsterne Sachen gemacht und wir Europäer waren es schließlich, die Indianer und Indios grausamst abgeschlachtet und deren Land besetzt und so weiter. Es gibt keine Garantie aus biologischer Sicht, dass es uns dann, wenn wir dann 70 Millionen in Deutschland wären mit dem Königreich Deutschland, dass wir nicht dann als Indianer und Indios behandelt werden. Ja, die leben so anders und so weiter und wir als Chinesen oder Amerikaner, jetzt machen wir da mal Schluss und räumen mal auf und liquidieren die alle, ja, sozusagen. Dafür gibt's aus meiner Sicht keine Sicherheit und Garantie. Und deswegen sagen wir ja beim Weltrat,
bis wir einen weltweiten Pazifismus erreicht haben, müssen wir auch dann doch auch noch effizient sein, noch eine gewisse Mindestleistung bringen. Und wenn es nur die Mini-Raketenabwehrriegel, Mini-Technik, also super Hightech ist, die jedes anfliegende Objekt abfangen kann oder was auch immer. Das sind einfach nur so Gedanken, die ich jetzt habe. Wie sorgt das Königreich Deutschland dafür, dass das überhaupt die Dinge effizient und sagen wir mal so, bei uns gibt es eben einfach die große Gefahr, dass wir im Moment Deutschland sehen als ein Land, das gerade dabei ist, wie das Römische Reich ist, unterzugehen. Es wird immer weniger leistungsfähig, die Gesamtwirtschaft wird immer schwächer, wir verpulvern Milliarden, gerade machen wir uns durch einen Lockdown völlig kaputt wirtschaftlich und so weiter. Das heißt, wissenschaftlich kann man sagen, Deutschland könnte das sterbende, in den nächsten Jahrhunderten das sterbende Land der Welt werden und irgendwann auf Afrika, auf Ghana-Niveau landen. Ne? So oder so. Ne? Ja, so viel meine frei flottierenden Gedanken jetzt erstmal zu dem Thema. Manuela, da kriegst du bestimmt auch irgendwelche Ideen. 2:44 hast du. Okay, das waren jetzt irgendwie drei Themen, irgendwie Wertegemeinschaft und Spiritualität und brauchen wir Verteidigung oder sowas, sehe ich jetzt als Themen. Fange ich mal mit dem letzten an. Oder auch ja, Leistung. Leistung. Brauchen wir noch Leistung? Wie meinst du Leistung? Ja, eben. Um effiziente Verteidigung zum Beispiel erforschen zu können. Naja, also ist für dich Leistung was Positives oder Negatives? Also irgendwie für mich ist Leistung was Neutrales. Also ich denke, ein Mensch, der in seiner Kraft ist und traumafrei, sag ich mal, geboren worden ist und der heil und gesund ist, hat Lust zu leisten. Das ist was ganz Normales. Also heute ist halt Leistung irgendwie mit Zwang assoziiert. Was ist deine Motivation, das zu fragen? Warum fragst du, brauchen wir noch Leistung? Naja, ganz einfach. Die DDR ist daran ja angeblich aus wissenschaftlicher Sicht zugrunde gegangen, dass erstmal die ganzen Leistungsträger abgehauen sind, kurz bevor die Mauer geschlossen wurde. Ja, die war nicht rechtzeitig zu hoch. Also alle Leistungsfähigen und Leistungsträger sind abgehauen. Und die anderen danach in dem System hatten die Leute dann sich eher in der Freizeit vergnügt und im Berufsleben kaum noch Leistung gebracht. Und dadurch war dann die DDR irgendwann so am Ende, dass dann die Oberen selbst nicht mehr wollten, weil sie gemerkt haben, wir sind pleite. Ich sehe jetzt irgendwie so gar keinen Zusammenhang. Also ich meine, damit Menschen eben Essen anbauen und interessante Forschung betreiben und, keine Ahnung, Häuser bauen und so weiter, da braucht es Leistung, das ist was völlig Normales. Und ja, natürlich wird es das auch in Zukunft brauchen, halt dann nicht mehr verbunden mit Zwang und Unterdrückung, sage ich mal, das sehe ich schon so. Oder so hat es mit dem Beitrag von Chris nichts zu tun, oder? Nee, dann geht es auch nicht. Dialog hat mit Chris einen Beitrag nichts zu tun, möchte ich mal feststellen. Ja, das ist wahr. Das muss es auch überhaupt nicht, sondern wir brauchen im Prinzip auch, die zwei Experten können sich auch austauschen ohne eine Frage. Und wenn wir beide nichts assoziieren mit einem Statement, dann assoziieren wir halt beide nichts damit. Das ist völlig in Ordnung. Das ist in diesem Talk-Format, das wir ja heute haben, ganz in Ordnung. Also mach weiter, Manuela, du hast noch ein bisschen Zeit. Genau, da war dann noch die Frage, ja, wir haben keine Garantie, dass wir irgendwie nicht alle getötet werden. Ja, es ist möglich, dass wir scheitern und natürlich kann es auch sein, wenn das Königreich eben größer werden sollte, dass wir uns auch Gedanken machen, wie man, sag ich mal, ja, verhindern kann, dass Menschen uns, sag ich mal, wieder platt machen. Aber bis dahin möchte ich einfach anmerken, etwas nicht zu versuchen, nur weil es scheitern könnte, das kommt für mein Gewissen nicht in Frage. Also, wenn wir es nicht versuchen, dann können wir es gleich lassen und können uns dann der Willkür des alten Systems einfach weiter unterwerfen. Und ja, genau, das würde ich jetzt nicht machen wollen. Insofern haben wir die Wahl, einfach das alte System wieder weiter zu unterstützen oder etwas Neues aufzubauen und eben das Risiko einzugehen, dass es eben scheitern könnte. So ist das Leben. So,
Und da hilft dann vielleicht dabei auch die Spiritualität, nämlich zu wissen, dass es nach dem Tod nicht das Ende ist, dass nur der physische Tod eben, sage ich mal, nicht das Ende ist, dass danach noch weitergeht. Und, sage ich mal, ja, die eigenen Glaubenssätze rund um das Leben zu bearbeiten und dass man eben, sag ich mal, mit der Zeit immer entspannter mit seinen Ängsten umgehen kann und entspannter damit umgehen kann, dass man eben vielleicht auch scheitern könnte oder auch Erfolg haben könnte und was Erfolg überhaupt bedeutet. Ja. Und ja, da hilft es auf jeden Fall, sich mit Menschen zusammenzutun, die gleichen Werte haben als Grundlage. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich in Gemeinschaft lebe in Zukunft, dann ist das auf jeden Fall mein großer Wunsch, weil das eine große Motivation sein kann, für Menschen eben an einem Strang zu ziehen, ja, und etwas Neues auf die Beine zu stellen, ohne Angst vor Scheitern. Ja, danke schön. Haben wir gerade eine Handhebung im Moment? Wenn nicht, mache ich direkt weiter. Wenn wir keine Handhebung haben, denn mir fällt da ganz viel zu ein. Jetzt meine. Oh, die Luki, ja, wieder 90 Sekunden Input, ja, gerne. Ja, ich habe eine Frage, ihr geht immer davon aus, von zwei Sachen. Also einmal, die Leute müssen ein Bewusstsein kriegen und sollen dann zur Gemeinschaft kommen und dann werden wir immer größer. Und wir gehen schon davon aus, na, wir nehmen nämlich alle mit und einige sind zu dumm dazu, Pech gehabt. Jetzt grob zusammengefasst oder grob einen Punkt gebracht oder zugespitzt. Ich frage mich nur, können wir nicht auch irgendwie Leute noch erreichen, die sagen, ich will nicht in die Gemeinschaft. Ich habe aus irgendwelchen Gründen, ist mir zu eng oder Angst, aber ich habe trotzdem irgendwie Werte, die Werte finde ich irgendwie gut. Und vielleicht kann ich so ja Leute auch überzeugen davon, eine Gesellschaft ohne Geld als Beispiel hat auch für dich Vorteile, auch wenn du nicht in der Gemeinschaft bist. Hätte sozusagen eine Umstrukturierung der Gesellschaft ohne Profit, ohne Markt, würde also auch viele Ängste, ja, wenn du dich nicht mehr um die Miete kümmern musst, dich nicht mehr um die Versicherung und dir überlegen kannst, was gibst du der Gemeinschaft und kannst dann nach deinen Bedürfnissen leben und dir das nehmen, was du brauchst und bringst halt das ein, was du sowieso schon bisher immer machst, vielleicht auch als eine Tätigkeit, die dir mehr Spaß macht als vorher oder eine andere, wäre das nicht auch eine Möglichkeit, dadurch Leute zu gewinnen? Ihr habt ja erst so von intrinsischer oder Anreiz gesprochen. Genau, Dylan hat glaube ich Anreiz und hat gut auf den Punkt gebracht, wenn ich besser vögeln kann in der Gesellschaft, dann ist das für mich ein Anreiz. Dann liegt dahin und ich automatisch wird dieses Bedürfnis nicht so gut befriedigen kann. Und von daher sozusagen, ob man nicht also auch Anreize schaffen könnte oder überzeugen könnte bei Leuten, die nicht in die Gemeinschaft wollen. Ja, danke. Möchtest du zuerst, Manuela, oder soll ich erst? Du kannst gern zuerst. Ja, dann fange ich an und stelle mir wieder die Uhr. Ja, also die Leute, die nicht in die Gemeinschaft, also ich bin ja, Manuela, nochmal, gell, ich bin ja dafür. Ich bin ja für die Gemeinschaft und für das Königreich Deutschland. Denn der Name stört mich überhaupt nicht. Für mich ist nur wichtig, was dort wirklich gemacht wird, ne? Und wie gelebt wird und ob es mich fasziniert, ob es für mich attraktiv wäre. Ja? Als Mensch, der jetzt eben ganz tief sich selbst wahrnehmen kann, was die meisten Menschen ja gar nicht können. Ja? Und wir hatten übrigens damals bei uns, das war auch ein komischer Name, bei uns hieß das Kirche Anoraxitel. Ich wurde ja von meinen Schülern damals Bhagwan Anoraxitel. Osho hatte mich Swami Anoraxitel genannt und meine Schüler hatten mich dann Bhagwan Anoraxitel genannt. Und das war dann die Kirche Anoraxitel. Und das Wort Kirche hätte jetzt auch alle gestört. Es hatte aber Vorteile. Es hatte einfach, es war als Kirche leichter akzeptiert und handhabbar als eben nicht als Kirche. Aber trotzdem waren wir an dem Wort Kirche null interessiert. Das war nur für nach außen hin. Das war nur eine Form nach außen hin sozusagen.
Und also insofern bin ich ja dafür, wirklich, das wünsche ich ja dem Königreich Deutschland einen durchschlagenden Erfolg, dass ich da vielleicht irgendwann wirklich Lust habe, auch hinzuziehen. Aber, und jetzt die Frage außerhalb, ja, die Frage war ja von Lucky, was ist mit den Leuten, die außerhalb bleiben wollen? Und da sehe ich keine Chance, weil ohne unsere gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung mit diesen völlig neuen Anreizen, die alles umdrehen, wird dort die Geldsucht weiterhin herrschen und es wird keine Möglichkeit geben, dass man in diesem teuflischen System, was gerade läuft, da irgendwie das Geld abschaffen kann oder irgendwas. Das geht ja noch nicht mal bei unserer gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung. Da hat ja Manuela vorhin das richtig gesagt. Man muss ja auch Wege des Übergangs finden. Man muss ja quasi den Weg aus dem, wir sind aus dem Bonobo-Schenker-Kommunismus ja rein in die Fehlentwicklung und jetzt müssen wir ja raus, langsam wieder raus uns ziehen aus der Fehlentwicklung und ohne Übergangsformen wird das wohl nicht gehen. Ne? Und aber unsere Übergangsform ist ja, und wir arbeiten ja jetzt bei der Gemeinwohl-Lobby bei der verfassungsgebenden Versammlung, ich habe gerade zusammen mit ÖFF haben wir eine schöne Präambel dafür geschrieben, die das gemeinwohlorientierte Wirtschaften auch eben zentriert. Und von daher, außerhalb wird es nur gehen, dann mit der großen politischen Lösung, aber ich finde es heute faszinierend, dass wir uns auf die kleine, auf den Ministaat konzentrieren. Das finde ich total spannend, weil vielleicht klappt es ja im großen Staat nicht, denn wir kommen nicht so richtig weiter, trotz verfassungsgebender Versammlung und mit der Basis geht es nicht richtig weiter und so weiter. Also konzentriere ich mich heute gern auf das Königreich Deutschland. Also, aber jetzt interessiert mich, Manuela, mal ein Gefühl zu kriegen, wie der Alltag dort aussieht. Wenn jemand Biogemüse herstellt, nicht Getreide, Getreide gilt nämlich bei uns Wissenschaftlern als ungesund, ne? Aber Biogemüse herstellt und das vielleicht sogar permakulturell, also ohne Monokulturen, ohne die all diese krankmachenden Dinge unserer heutigen krankmachenden Landwirtschaft, ja? Und der baut das an. Und schenkt er das dann einfach in die Gemeinschaft rein, hat Wie machen die Leute das? Haben die dann gar keine egoistischen Interessen mehr? Sind die da total selbstlos? Wie funktioniert das praktisch? Ja, das würde mich interessieren. Ich habe jetzt hier 3:50, Manuela, für dich. Ja, erstmal noch mal kurz zum Lucky. Anreize für Leute, die nicht in Gemeinschaft leben wollen. Ja gut, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass Gemeinden und Städte, sage ich mal, die Selbstverwaltung anmelden. Das geht ja auch. Das heißt, die Leute können ja durchaus die Art, wie sie leben wollen, durchaus beibehalten, wenn sie möchten. Ja, genau, das wäre so eins. Ja, ansonsten schließe ich mich dem Dylan da an, dass ich wirklich denke, wirklich eine sinnvolle Art des Zusammenlebens praktizieren zu können, brauchen wir zusammenhängende Landflächen, wo wir das gemeinsam tun können. Wie auch immer die dann aussehen werden. Wie, sag ich mal, geht sowas dann praktisch? Also derzeit, wie gesagt, ist das Staatsgebiet vom Königreich noch klein, oder das Gemeinschaftsgebiet, um es jetzt vielleicht mal anders zu nennen. Dort leben derzeit, sage ich mal, glaube ich, 25 Menschen fest. Dann gibt es jede Woche, keine Ahnung, 10, 20 Unterstützer und diverse Besucher jeden Tag. Wie leben die Menschen, die dort fest arbeiten? Also die brauchen kein Geld mehr, ja. Also denen wird das Zimmer gestellt, die kriegen das Essen, die können Gemeinschaftsautos verwenden, Gemeinschaftsfahrräder. Zusätzlich kriegen die meisten, die wollen, ein kleines Euro, was auch immer, ein bisschen Taschengeld, sage ich mal, dass sie sich auch mal, wenn sie wollen, außerhalb was kaufen können. Aber das brauchen viele gar nicht. Ja? Das heißt, die Menschen, die sich quasi da, sage ich mal, ihrer Berufung nachgehen, die brauchen kein Geld mehr. Und jeder tut dort, was er sie quasi kann und will. Und die können auch ihre Tätigkeiten immer wieder mal wechseln. Viele fahren auch ständig nach Hause und sind dann, sag ich mal, auch mal, arbeiten dann auch mal von zu Hause. Das heißt, da ist eine sehr große Freiheit, eben das zu tun, was man wirklich, sag ich mal, will. Und sag ich mal, das werden wir auf jeden Fall in zukünftigen Dorfprojekten und Gemeinden eben noch ausweiten. Das mit dem Anbauen,
Das haben wir jetzt im Moment so nicht. Das war in einem früheren Dorfprojekt vom Königreich mal so. Da weiß ich aber nicht, wie die das genau gemacht haben. Also im Moment, die Bauern, die das Königreich eben beliefern, die brauchen ja noch Geld. Also kriegen sie auch Geld. Ja, die sind derzeit noch nicht, sage ich mal, unabhängig vom System und deswegen müssen wir denen eben Geld geben. In Zukunft könnten wir es zum Beispiel auch anders vorstellen. Also zum Beispiel, wenn wir ein Dorfprojekt haben oder eine Gemeinde, wo eben Landwirte sind, die da sich engagieren, dann könnten die halt im Austausch für ihren Dienst an der Gemeinschaft, also für ihren Anbau von den Lebensmitteln, könnten die zum Beispiel ein kostenloses Haus bekommen oder ja, auf so eine Weise, ja, oder eine kostenlose Behandlung in einem Gesundheitshaus. Also sowas ist vollkommen möglich, ja. Das heißt, je mehr jemand, sag ich mal, dazu bereit ist, desto mehr ist auch ein geldfreies Leben im Königreich absolut möglich. Ja? Das heißt, Geld ist nur Hilfsmittel für die, die es noch brauchen, sage ich mal. Ja? Die Sicherheit noch brauchen als Übergangslösung. Ja, genau. Also von daher, ja, da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, ganz bedürfnisorientiert das zu tun, was eben der eigenen Berufung entspricht und was ja dadurch eben auch schon alleine die intrinsische Motivation zu stärken, weil eben nicht mehr diese Kopplung zwischen Geld und Leistung da gelebt wird. Ja. Und es gibt auch noch andere positive Anreize, aber das ist irgendwie schwierig zu erklären. Ja. Ja. Wieder ein Zwischenstatement von jemandem? Ansonsten bin ich auch inspiriert durch das, was Manuela gesagt hat, darauf einzugehen. Dann mache ich mal direkt weiter. Das fand ich jetzt hochinteressant, denn jetzt stellen Sie mir so ein paar Fragen. Aber wie gesagt, ich bin ja für das Königreich Deutschland. Ich möchte nur verstehen, woher kommen bisher all die gestellten Sachen? Wie kommt man an mehr Land? Wer baut die Häuser? Noch keine eigene Permakultur? Aber ein Ministaat sollte sich natürlich selbst gesund versorgen und dann ist das dann am Ende eine Tauschwirtschaft? Und dann sage ich nur wieder, aus unserer Forschung beginnt das Elend schon mit dem Tauschhandel. Also Tauschhandel bringt dann schon wieder die Produktion von vorteilbringenden Irrtümern. Zum Beispiel auch mit dem vorteilbringenden Irrtum, ja, mein pestizidgespritztes Gemüse ist doch gesund. Ja, gespritztes Gemüse ist doch gesund. Solche vorteilbringenden Irrtümer haben ja die heutigen Landwirte entwickelt. Die sehen gar kein Problem darin, dass sie da mit der Chemiekeule da auf dem Acker rumfahren. Ne? Das ist für die überhaupt kein Problem. Ne? Dafür haben sie bestimmte vorteilbringende Irrtümer, an die sie glauben. Und dann wieder noch die Frage, ein kompetenter Mann zum Beispiel, der kann draußen zum Beispiel Millionen bekommen und darüber dann auch an viele Frauen drankommen. Das heißt, wie glücklich ist das Leben in Königreich Deutschland? Sie kommen da auch sehr fähige, sehr leistungsfähige Leute, bringen ihr Know-how mit, bringen ihr Können mit. Ja, das sind so einfach nur Fragen, so Neugierfragen. Denn wie gesagt, ich bin ja dafür, dass es ein Erfolg wird, will ja auch helfen, dass es ein Erfolg wird. Aber das sind alles so Dinge, die sich mir stellen, denn ich habe ja nun in genügend Kommune-Projekten gelebt und habe die alle scheitern sehen, auch mein eigenes. Die alle scheitern sehen. Hm. Ja, und ich sehe ja auch schon beim ÖFF, bei seinem Kommune-Projekt, da kommt mal jemand für das Kommune-Projekt zum Beispiel und dann sieht man, wie die Leute sich streiten, wie sie leider mein Angebot zur Mediation und Supervision nicht richtig annehmen und sich dann so fetzen, dass sie dann nicht mal mehr miteinander reden nach kürzester Zeit. Und dann ist schon wieder dieser Vergrößerungsversuch des Projektes wieder gescheitert. Ja? Also deswegen, ich bin einfach nur neugierig, wie soll's werden, ne? Ich gebe an dich, Manuela, weiter. 2:25 für dich. Naja, ich da jetzt die vielen Fragen in so kurzer Zeit beantworten. Du musst ja nicht alle beantworten. Du musst ja nicht alle beantworten. Ja, ich habe jetzt gehört, wer baut Häuser, wer baut Lebensmittel an. Ja, das kommt natürlich drauf an. Das
Es gibt durchaus auch schon Staatsangehörige, die das tun. Sag ich mal, die wirkliche Vernetzung und sag ich mal, dass die Leute frei vom Euro dadurch werden, das braucht alles noch Schritte, sag ich mal. Ja, dass die Leute teilweise auch noch Angst haben davor, sich aus dem System abzumelden, dass sie Kinder haben, Abhängigkeiten vom Partner, der zum Beispiel die Kinder irgendwie Sorgerechtsentzug droht und so weiter und so fort. Also ich meine, das sind alles Schritte. Ja, also es gibt sehr, sehr fähige Unternehmer, die da dabei sind, die das sehr durchaus sehr vorantreiben und nicht umsonst ist. Wir haben ja, wie gesagt, eine Online-Plattform, wo es schon wirklich viel Lebensmittel und wichtige Dinge des täglichen Lebens eben zu kaufen gibt. Ja, also es wächst. Und da, also wir sind halt in Regionalgruppen organisiert und jede Regionalgruppe hat so ihr Vorgehensweisen. Ja, also einige Städte sind da sehr, sehr aktiv. Also in Köln und Frankfurt, da gibt es bestimmt 70, 80 Leute, die super aktiv sind, also sehr viel machen, auch schon teilweise eine eigene Lebensmittelversorgung auf die Beine gestellt haben und eine eigene Kommunikationsstruktur, unabhängig vom Telefonnetz und so weiter. Also da gibt es wirklich sehr, sehr kompetente Menschen. Es wächst alles noch. und ja, wie glücklich? Ja, wie gesagt, also letzten Endes, jeder bringt so seine eigenen Themen natürlich in eine Gemeinschaft ein. Und natürlich kann ich da nicht für alle Mitglieder sprechen. Allerdings, ich meine, ich war jetzt ja auch bei zweieinhalb Jahre bei verschiedenen Gemeinschaften und Ökodörfern unterwegs. Und die Gemeinschaft, die da jetzt in Wittenberg auf dem sogenannten Staats- oder Gemeinschaftsgebiet, wie auch immer, lebt, das ist die Gemeinschaft, die für mich das repräsentiert, wie ich leben möchte. Also natürlich ist da auch nicht alles perfekt, aber die haben eine gemeinsame Wertegrundlage, die sie in die Tat umsetzen. Und das ist ganz deutlich spürbar. Und kannst mit allen dort sprechen, die sind super glücklich. Und ja. Also das ist schon was Tolles. Und warum Gemeinschaften scheitern? Ich meine, das sind komplexe Dinge. Also dafür habe ich mal einen ziemlich langen Blogartikel auch drüber geschrieben. Ich habe ja einen Blog, der sich um gemeinschaftliches Leben dreht. Und da habe ich auch, sag ich mal, verschiedene Experten, sag ich mal, zu befragt, warum Gemeinschaften scheitern oder Erfolg haben. Und ein Punkt ist eben die Wertegrundlage. Ja. Und der Umgang mit Konflikten. Mir ist eben aufgefallen, dass es, sag ich mal, in der Gemeinschaft vom Königreich, da wo die 25 Leute eben wohnen, da gibt's sowas wie Konflikte, die Gemeinschaft auseinanderreißen könnten. Die gibt's gar nicht. Also da staut sich nichts an, da wird Feedback sofort angesprochen. Da unterstützen einander Menschen bei der jeweiligen Entwicklung. Da sehen die Menschen einander als Spiegel. Und sind sich vollkommen klar darüber, dass die anderen, sag ich mal, ja, dass die Gemeinschaft eben eine Gelegenheit ist, miteinander zu wachsen. Und ja. Das merkt man. Ja, das war jetzt ein bisschen länger, aber ist ja nicht so schlimm. Köln, das ist für mich natürlich Stichwort. Ich wohne ja in Köln, unser kleines Büro hier vom Weltrat Next Scientists for Future ist ja, wir haben ja im Moment leider nur Professoren zwischen Wien und Berlin und in Köln ist halt unser kleines Büro und ich selbst wohne ja selbst auch in Köln und ja, das würde mich natürlich interessieren, da mal sozusagen ja reingucken zu können, denn wie gesagt, also für mich ist es ganz klar, ich arbeite jetzt an dem großen Staat, ja, mit Verfassung und mit Partei, die Basis und so weiter, aber ja, wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, wir kommen aber nicht so richtig zu Potte, weil dort ja lauter Leute denken, sie könnten auch ohne unsere gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung und 53 Jahre Forschungsergebnisse und ich weiß nicht, ich habe es vielleicht noch nicht gesagt, dass unsere Professoren sich ja einer simulierten Bundestagswahl gestellt hatten und dann 56%
der Wählerstimmen bekommen hatten nach 50 Minuten Kennenlernzeit. Also das heißt, wir sind da, unsere Professoren sind da bei den Wählern offene Türen eingelaufen. Aber in der Realpolitik erstmal, das war natürlich unter der Voraussetzung, das wäre eine ganz große öffentliche Diskussion. Und jetzt so hier vom Internet aus, kocht so jeder sein Süppchen, da erreicht man oft die Wähler gar nicht, weil es gibt im Internet mehr Gruppierungen und so weiter. Zum Beispiel das YouTube ist ziemlich stark und fest in der Hand von AfD-Fans zum Beispiel, ja. Und die entsprechend dann da agieren. Und ja, das ist da nicht so einfach. Da ist es nicht so einfach mal so Massen zu bewegen. Und deswegen finde ich das mit dem Kommune-Projekt ja, das ist ja die zweite Schiene. Der Öff und ich sprechen ja von der doppelten Doppelschienigkeit, die wir so entwickelt haben, gemeint. Und für mich ist einfach auch Königreich Deutschland oder andere Kommunen ein Weg, ein wichtiger, sinnvoller Weg. Und vielleicht kannst du ja, da gibt es ja eine Möglichkeit mal, dass ich mir mal in Köln irgendwie eventuell irgendwas mal anschaue, das mir auf mich wirken lasse. Denn wie gesagt, ich bin natürlich durch meine Erfahrung mit den Kommunen, bin ich natürlich so, dass ich sage, ich würde mich auf so ein Abenteuer nur dann einlassen, wenn ich wirklich sehe, dass da was wirklich ganz von der Lebensfreude wirklich was ganz Tolles entsteht. Ne? Denn wie gesagt, eine Zeit lang haben Kommunen, die ich kenne, immer mal funktioniert, aber nicht auf Dauer. Sie sind alles, was ich als kenne, ist immer irgendwie kaputt gegangen. Sogar das ZEG, Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung in Belzig, ist für mich zu glücklos. Tamera in Portugal, als attraktiv sind die alle nicht für mich. Ne? Aber das wäre natürlich super. Vielleicht gibt es ja da eine Möglichkeit, mal irgendeinen Kontakt mit Kölnern herzustellen. Ne? Mhm. Und Neugier. Und ich hatte ja auch angeboten, beim ÖFF ja auch angeboten, dass ich immer so für Konfliktbearbeitung, Friedensagentur heißt das ja bei ÖFF und als Mediator und Supervisor immer zur Verfügung stehe. Ne? Ja, ich gebe weiter an dich, Manuela, es sei denn, jemand hat eine Zwischenwortmeldung. Ja, also ich fand den Austausch heute richtig schön. Also ich habe heute einfach mal zwei Links in den Chat geschrieben, wo ihr euch informieren könnt, wenn ihr mögt. Also wer mal zu einer Regionalgruppen oder Stellentreffen kommen möchte, da kann ich die Ansprechpartner rausfinden und dann könnt ihr denen mal schreiben. Oder ihr könnt einfach mal an die Kontaktadresse von Königreich schreiben oder in Telegram die Königreich Deutschland Infogruppe mal fragen, wo das nächste ist. Genau. Das ist so das, was mir noch dazu einfällt. Genau, ich hoffe, das war heute ein bisschen Inspiration. Wie gesagt, mich würde es total interessieren zu erfahren, ob ihr, sag ich mal, andere Initiativen kennt, die irgendwo auf der Welt sowas machen. Ich habe noch keine gefunden und auf jeden Fall finde ich es auf jeden Fall schön und interessant, einfach auch mal mit Leuten da in Kontakt und Austausch zu gehen, die auch bei der verfassungsgebenden Versammlung sind oder bei der Basispartei sind. Also aus verschiedenen Gründen, denke ich, habe ich so meinen Verdacht, warum das nicht vorangeht, und das hat seine Gründe, die eben auch im System liegen, wie auch immer. aber ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass es sowas gibt, weil es eben Leute dazu bringt, sich zu vernetzen und sich damit zu beschäftigen, wie denn so zukünftiges System aussehen könnte. Und auf jeden Fall, da finde ich auf jeden Fall wichtige Möglichkeiten zur Kooperation und gegenseitiger Inspiration und Zusammenarbeit. Ja, das hat jetzt voll politikermäßig bestimmt geklungen. Ja, super. Dann haben wir doch also einen intensiven Abend heute gehabt und haben fast zwei Stunden gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn es da wirklich eine Möglichkeit geben sollte, sich in Köln mal irgendwas anzuschauen oder so, dann würde ich mich über, du hast ja meine E-Mail-Adresse, über eine E-Mail freuen. Und denn das ist schon mal was. 2500 Menschen, auch wenn natürlich nur 25 real an dem einen Ort wohnen, aber 2500
500 Unterstützer darum sind, ja, das ist schon was. Das haben viele andere Kommunen nicht erreicht. Ne? Das sind ja nur die offiziellen Zahlen. Die inoffiziellen sind noch viel, viel höher. Ja, deswegen würde ich mir das gerne anschauen, ob das attraktiv ist. Denn wie gesagt, der politische Weg, der ist so zäh und so mühsam. Also ja, wir haben ja nun alles erforscht in den letzten 53 Jahren. Dann, ich kann mir auch vorstellen, dass wir es über Ministaaten machen. Ne? Oder über einen Ministaat, der immer weiter wächst. Ja, ja, wie gesagt, also wenn ich mir so angucke, auf dem Weg zur Macht einer Partei kann so viel passieren. Wer erstellt das Parteiprogramm? Mit welchen Interessen? Sind da wirklich keine egoistischen Interessen? Sind das kompetente Menschen? Die Basis ist das wirklich das Sinnvolle? Die Basis macht eben alles verkehrt. Zum Beispiel, die verwechseln Basisdemokratie mit Pseudobasisdemokratie. Denn die vergessen ganz, dass wenn ich Basisdemokratie einführe, muss ich ja die Wähler entscheiden lassen oder eine repräsentative Wählerstichprobe entscheiden lassen und nicht wieder meine Parteifreunde, die bestimmte Interessen haben, die vielleicht Lobbyisten wider Willen ihrer eigenen Sparten sind und da also so eine Art Lobbyisten, die Lobbyisten sitzen quasi in der Partei die Basis. So ist mein Eindruck im Moment. Also du hast vollkommen recht, das irgendwie wirkt das alles total murksig. Ich habe mich heute auch gerade mit einem Basismitglied unterhalten, 2 Stunden. Der meinte auch, was wir da alle machen, ist Murks eigentlich. Ne? Ja, und genau wie bei der verfassungsgebenden Versammlung, da habe ich halt so, wie kann man wirklich vermeiden, dass es unterwandert wird von egoistischen Interessen? Wie kann man überhaupt dafür sorgen, dass genug Menschen darüber überhaupt erfahren und ein positives Bild davon erfahren, sage ich mal, weil die Medien, wie wir wissen, sind ja nicht dazu da, um die Wahrheit zu verbreiten, sondern Menschen Desinformation, sage ich mal, zum größten Teil. Und insofern stellen sie mich halt einfach die Fragen, ob das wirklich im System überhaupt funktionieren kann. Da ist meine einzige Hoffnung. Da ist meine einzige Hoffnung. Bis jetzt hat sich das ganz gut angelassen, aber vielleicht, sobald es dann wirklich darum geht, eine wirklich gute Verfassung zu machen, dass dann wieder die Quertreiber kommen und das verhindern werden, das halte ich für gut möglich. Und ich sehe sowieso nur eine Chance, dass wenn diese Verfassung erstellt wird und das wirklich eine gute, gemeinwohlorientierte Verfassung ist, dann sehe ich nur die Chance, dass so eine Sache wie die Basis das dann transportiert und auch unser Potenzial von den 56% nutzt, um dann wirklich mal wirklich was politisch zu erreichen und dann diese Verfassung als Volksentscheid den Wählern zur Möglichkeit zu geben. Aber wie gesagt, ich sage immer den Satz Ceterum censeo, das wird alles nichts. Die Menschheit packt den Weg aus diesem kapitalistischen System raus nicht. Und vielleicht ist das Einzige, was funktionieren kann, im Sinne von Öff-Öff, die Doppelschienigkeit, vielleicht ist das Königreich Deutschland, die am Ende die einzige Sache, die vielleicht bis zum gewissen Grad oder vielleicht sogar sehr gut funktionieren kann. Deswegen bin ich da immer neugierig reinzuschauen. Deswegen mal gucken, ob was da in Köln vielleicht, ob da schon was ist, was man auch besuchen kann oder so. Ne? Ja, da sind einige Leute. Ich glaube, es sind bestimmt schon 70. So, ja. Gut. Ja, dann haben wir es für heute. Haben wir ein interessantes Thema, haben ganz viele Dinge angesprochen und ganz viele Fragen gestellt und so weiter. Und wie gesagt, ich stehe immer gern als Berater zur Verfügung, denn wie gesagt, meine Erfahrung ist, dass es in all diesen Kommune-Projekten immer dann irgendwann auch der Punkt kommt, wo es dann schwierig wird und da stehe ich auch dann gern zur Verfügung. Gell? Mhm. Alles klar, dann haben wir einen schönen Abend gehabt. Vielleicht noch jeder ein ganz kurzes Statement zum Abschied. Jeder nochmal 90 Sekunden. Ja, so, das wäre schön, so eine kleine Abschlussrunde. So eine kurze Blitzlicht, ja genau, dass jeder nochmal kurz 90 Sekunden einfach sagt, was bei ihm vielleicht so hängen geblieben ist und so weiter. Ja. Ja, wer anfangen möchte, kann das tun und dann virtuell den Redestab weitergeben. Dann fange ich mal an. Ich mache jetzt die Kamera nicht nochmal an. Ja, vielen Dank für den inspirierenden Abend. Viele Inspirationen, die mich jetzt erstmal zum Nachdenken anregen. Ich nehme einfach mal viel mit. Und damit möchte ich es eigentlich auch belassen. Vielen Dank und ich gebe mal weiter an die Anke. Ja,
Ich fand es auch sehr interessant. Es gab viele neue Blickwinkel, die ich dadurch auf das Thema bekommen konnte. War beides jetzt für mich nicht neu. Gemeinschaft, Königreich, Deutschland. Auch diese Bonobo. Bonobo Schenker-Kommunismus, ja. Genau, Schenker-Kommunismus. Ja, also alles sehr interessant für mich, einfach in der Kombination, das nochmal so zu betrachten. Genau, und ich freue mich einfach weiter auf so einen Austausch und das in die Tat umzusetzen, ne, das ein oder andere an Ideen, was heute hier im Raum war. Genau. Ja, dann gern wieder. Ja, wenn du magst, gibt's. Ja, dann gebe ich mal weiter an den Micky. Naja, schönen guten Abend. Erstmal nochmal, also es war auf jeden Fall hochinteressant, mal zuzuhören, wie die ganzen Ansichten ja, also sind und auf welcher Grundlage und Basis sie fußen. Ja, ich sehe da aber noch eine ganze Menge Reinigungspotenzial. Ja, so, ich meine, überhaupt so vom Bewusstsein her. Ich weiß, dass Wissenschaftler immer im Kopf gefangen sind und sehr viel da sich mit beschäftigen und hat ja auch alles Hand und Fuß. Und wenn man sich mit dem ganzen System auseinandersetzt, ist ja so aufgebaut, dann muss man das auch. Es ist völlig klar, aber mir fehlt da auf jeden Fall ein bisschen, ich meine, bei dir, Manuela, nicht so. Ja, du hast da Seele und Herz reingebracht, das merkt man mit dir an. Aber wenn ich so höre, so die Basis und die ganze Parteigründung und dann alles mit der verfassungsgebenden Versammlung, dann sage ich, Leute, aus diesem System müssen wir komplett raus. Es geht nicht anders. Wenn wir weiter damit machen und immer weiter so, ja, wieder eine Partei gründen, dann wieder welche, die sich da nach oben schlafen und da einen Guru oder einen Macker machen und Gesetze, Verabschiedungen und so weiter, den Leuten Vorschriften machen, kommen wir nicht ein Stück weiter. Das wird sich genauso wieder manifestieren, wie es vorher war. Und dazu ist es erstmal wichtig, dass wir uns in jeder in sich reingeht und mal guckt, wo ist denn der Leben da wirklich noch vorhanden. Und bei vielen Wissenschaftlern sehe ich keins mehr. Also wenn mein Kinderarzt meiner Familie Einladung zuschickt für die, ja, für eine gesundheitsvorsorgende Injektion und da eigentlich dann auch schon für mich die Frage steht, soll ich denn seine Praxis kleinschlagen, bringt nichts, komme ich in den Knast, habe zwar freie Heil- und Fürsorge und all drum und dran. Aber immer denken an YouTube, gell? YouTube ist sehr löschgeil. Ja, 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 Vorsicht. Ich bin ja nicht direkt drauf eingegangen, deswegen habe ich es ja auch nur angerissen. Ja, ja, ja. Aber ihn einfach mal nur zu fragen, ob er überhaupt weiß, was er da tut. Ja, wenn er voll ist von Vorteil bringenden Irrtümern, weiß er es eben ein nicht. Ein Kinderarzt, ja, nochmal, ja, 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 der seine Praxis dafür missbraucht, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und dem das anscheinend völlig egal ist, dass er mal einen hippokratischen Eid geleistet hat oder der in seinem Herzen nicht mehr vorhanden ist. Weil sonst würde er das nicht machen. Und davon rede ich. Solange die Leute immer noch an dieser Gier hängen, ja gut, die haben natürlich Kosten mit ihrer Praxis und ja, und das ganze Studium hat Geld gekostet. Logisch, klar muss alles abbezahlt werden, haben sie ein schönes Haus, großes Auto, eine Frau, die eine Kreditkarte hat, die ja, Gold ist. Wir können jetzt ja, natürlich nicht nochmal eine ganz neue Runde aufmachen, aber vielleicht nur eine Bemerkung dazu. Wir sagen ja, es gibt die Kriminellen, aber es gibt auch die, die einfach nicht wissen, was sie tun, weil sie ja, so voll ja, vorteilbringenden Irrtümern sind, ja gesagt, dass sie nicht wissen, was sie tun. Das ist ja das, was ich ihm auch sage. Die Frage, die ich Ihnen gerne gestellt hätte. Ich meine, ich habe das anders geregelt und letztendlich kann ich diesen Werdegang dieser auch mir nahestehenden Wesen nicht bestimmen. Ich kann nur mein Leben bestimmen und ich kann meine Ausrichtung bestimmen. Ich kann meinen Standpunkt bestimmen. Ich kann das bestimmen, was ich in der Zukunft erreichen möchte und wie ich leben möchte. Und da hört sich das Projekt von dem Königreich natürlich, wenn man das hört, klar, dann hört man immer gleich, ja, Reichsbürger, bla bla bla, das, was du alle gelistet hast, was so der erste Eindruck ist von den Leuten, die davon hören. Da macht es dann schon mal dieses Frame, klack, das sind alles Verschwörungstheoretiker oder, weiß ich nicht, Reichsbürger, wie nennt man so noch, völkische Siedler und. Ja, und dann will damit keiner mehr was zu tun haben, weil keiner da irgendwie Bezug zu hat oder auch nicht haben will,
weil er dann in seinem gesamten Gesellschaftskreis dann verächtet wäre, wenn er sich damit beschäftigen würde. Das macht die ganze Sache verschlossen. So kommt man, da werden nicht viele Zugang zu finden. Das wird wirklich, also wenn denn überhaupt, ganz langsam dauern. Also ganz lange dauern, bis das so weit kommt, dass da irgendeiner dann nochmal seine Meinung ändert und sagt, ja, vielleicht ist es ja doch nicht so schlecht. Ja, aber das war ja mein Angebot heute, dass ich sage, ich kann gerne helfen, wie das Ganze zu beschleunigen, weil wir eben sehr viel Wissen bei den Next Scientists for Future und beim Weltrat haben, wie man sowas schnell in eine funktionierende, glückliche Sache gestalten kann. Und dazu stehen wir ja zur Verfügung. Das müsste man dann halt einfach ausprobieren. Das Problem ist immer nur, die Frage immer für uns nur, nutzt man den Weltrat oder denkt man, man könnte es alleine? Und zum Beispiel viele Neuparteien denken, sie könnten es alleine. Und die werden alle scheitern. Ja, ich rechne jetzt, ihr könnt mich dann hinterfragen, ich sage der Basis in Sachsen-Anhalt 0,5% vor und das heißt der Anfang vom Ende dieser Partei. Und wenn ich mich irre, dann freue ich mich, wenn sie doch 5% kriegt, aber ich fürchte, das werden 0,5% und damit ist das Geschichte. Na, es gab schon tausende Parteien. Solange wir diese Medienmaschinerie haben, die so funktioniert, dass sie die Leute so programmiert, wie wir sie nicht brauchen können. Also nicht aus unserer Sicht heraus. Aber gut, wir wollen ja jetzt nicht noch eine Talkshow dranhängen jetzt. Ja, ich wurde gefragt, aber wenn ich keine Antworten geben kann. Ja, kurzes Statement. Ich kann natürlich auch den Mund. Aber vielleicht machen wir ja demnächst noch eine Sendung und dann bringst du noch mal stärker deine Punkte jetzt rein und dann gehen wir darauf noch mal richtig ein. Lucky fehlt noch, ne? Wäre natürlich eine Lösung, klar. Jetzt bin ich aber auch schon den ganzen Tag unterwegs. Ich bin jetzt auch mental nicht ganz so wach. Sag mal so. Wir waren doch eigentlich bei der Abschlussrunde. Ja, Lucky, deswegen. Bei kurzen 90-Sekunden-Statements. Ja, warte mal ab, bin ich wach. Aber es war interessant. Aber Lucky noch zum Schluss. Ne? Dann mache ich noch meinen Abschluss. Ja, gut. Ich kann mich auch ein bisschen kürzer fassen, glaube ich, als Micky, obwohl ich ihm anschließe. Darin, dass wir den radikalen Bruch brauchen. Da stimme ich ihm total zu. Für mich ist der in einer Volksabstimmung, globale Volksabstimmung, um einen kurzeren Punkt zu bringen, über die Abschaffung des Geldes. Ansonsten würde ich sagen, zu heute hat mir natürlich viel gebracht, mehr zu wissen über Königreich Deutschland. Das fand ich sehr informativ. Und über die Bono-Kommunismus. Bono-Voschenka-Kommunismus. Schenker-Kommunismus, genau. Davon habe ich noch nie was gehört. War sehr interessant. Mal nachgucken. Ansonsten, Dylan, das hat mir halt ein bisschen gestört, deine Moderation, weil du dich sehr oft wiederholt hast. Ich glaube, ich habe viermal gehört, dass du Köln bist und Angebote machst mit Mediation. Und beim Thema Sex und Frauen hat mich ein bisschen so dieses Mackerhafte gestört. So ein Unterton drin, wie viele Frauen und Tralala und alles. Das fand ich so ein bisschen unangenehm. Aber wie gesagt, ansonsten schöner Abend noch. Also war für mich gewesen, ein schöner Abend. Ja, da kann man natürlich auch die Frage stellen, wo ist die Unterdrückung der Sexualität im eigenen Kopf? Ne? Aber so ist das. Manuela, möchtest du noch ein kurzes Schlusswort sagen? Was du zu erwidern hast, ist natürlich auch wieder typisch. Okay, Punkt. Ich gebe weiter, falls noch jemand ist. Ist noch jemand, der noch nicht war? Nee, Manuela, noch ganz kurz was zum Schluss. Manuela noch, genau. Ja, ich fand es auf jeden Fall spannend. Wir sind ziemlich oft abgeschweift. Also mich hat das, sag ich mal, mit dem Körperkontakt und so weiter jetzt nicht weiter gestört. Ich fand es jetzt auch nicht mackerhaft. Also ich war jetzt genug am Check, um zu wissen, sag ich mal, dass sowas einfach Freude bedeuten kann. Aber andererseits hätte ich es auch schön gefunden, wenn wir ein bisschen fokussierter auf Thema, am Thema gewesen blieben wären. Das war mir teilweise sehr meandernd, sag ich mal. Vielleicht finden wir da nächstes Mal ein bisschen Klarheit. Ja, aber ich würde mich auch freuen, wenn wir nochmal einen Talk machen, einfach zu einem, sag ich mal, verwandten Thema. Ich glaube, wir haben einfach viel zu erzählen, sag ich mal, was andere inspirieren kann. Und genau, lass uns auch gerne inspirieren und würde mich immer weiterhin in Austausch freuen.
Ja, und für mich würde konkret der konkrete Alltag, jeden Tag, das alltägliche Geschehen jetzt im Königreich interessieren. Ja, also von mir aus gerne jederzeit wieder Talkshow. Wir können bei dem Thema erstmal nicht mehr als inspirieren, denn wir haben ja jetzt keinen Film über das Alltagsleben im Königreich, wo man dann entsprechend sagen kann, ja, da könnte es Probleme geben oder dort geben. Ja, gibt es? Ja. Ja, das wäre nämlich dann auch ein interessanter Einblick. Mal vielleicht auch mal den Link schicken oder das, ja. Ja, dann würde ich sagen, wir haben heute eine gute Talkshow wieder gemacht, die inspirierend ist, anregend zum Nachdenken. Und Manuela, du veröffentlichst ja auch, da machst du dann deine Wunschüberschrift und die kannst du mir natürlich auch schicken. Sonst machen wir unsere Standardüberschriften. Ne? Okay. Ja. Alles klar, gell? Dann bis bald, schönen Abend. Ja, und bis Gute. Demnächst. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, tschüssi, bis bald.